herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht. Mein Name ist Florian Bold. Ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute zu dieser Episode mit dem Titel Wachau zurück in die Zukunft, einen Live-Mitschnitt einer Veranstaltung geleitet von Master of Wine Roman Horvath, wo es grundsätzlich um die Wachau geht, wie der Name ja schon vermuten lässt, und gemeinsam mit zwei Winzern werden dort sehr, sehr leckere Weine aus diesen drei Weingütern, nämlich der großen Domäne Wachau und eben den beiden Winzern, die Weine besprochen, vorgestellt, und da gibt es eine Menge an Hintergrundinformationen und sehr, sehr viel Details, was die Wachau als letztes großes Weinbaugebiet Österreichs, was ich hier auf meiner Welle besprechen möchte. Bevor wir aber loslegen mit diesem Live-Mitschnitt, möchte ich noch zu aktuellen Entwicklungen sozusagen meinen Senf noch dazugeben. Ihr habt es ja vielleicht, wenn ihr dort schon Mitglied seid, in meiner Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht, habt ihr es ja schon gelesen, aber sicherlich auch aus den Nachrichten gehört. Es geht natürlich um die schweren Unwetter und Überflutungen im Ahrtal. Zunächst mal, ich bin immer noch geschockt. Ich nehme heute die Episode am 30. Juli auf. Die erscheint ja morgen, aber ich habe es jetzt extra bewusst etwas hinausgezögert. Die Hilfsbereitschaft, habt ihr ja alle mitbekommen, ist sehr, sehr groß. Teilweise mussten ja die Helfer ja auch aus dem Ahrtal entfernt werden oder nicht mehr reingelassen werden. Und es hat natürlich hier jetzt auch ein Gebiet erwischt, was sich ja durchaus auszeichnet durch den Weinbau. Und wie es der Zufall eben will, hat ja das Ahrtal auch in den letzten Monaten eine größere Rolle in meinem Podcast gespielt, sei es mit dem Interview von Steffi, der ehemaligen Gebietsweinkönigin, oder auch das Interview mit der Familie Körtgen im Januar. Der Sektwinzer, der uns seine Produkte vorgestellt hat. Zunächst mal fühle ich mich deswegen ein bisschen aus dieser Verbundenheit heraus verpflichtet, auch an der Stelle nochmal da ein paar Worte zu sagen und letzten Endes auch nochmal einen Hilfsaufruf loszuwerden. Und zwar, ich hatte es ja auch schon gepostet, hat unter anderem der VDP, also der Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, ein Spendenkonto eingerichtet. Ich habe es gepostet. Ihr findet die ganzen Details auch nochmal in den Shownotes. Auf jeden Fall, der VDP hat Geld gesammelt, um die betroffenen Winzer vor Ort zu unterstützen. Und ich hatte auch Kontakt mit Familie Körtgen aufgenommen, und auch deren Weingut ist im Prinzip vollständig zerstört und große Bestände der Weine sind verloren gegangen. Man kann ohne Übertreibung einfach sagen, dass eine große Reihe, wenn nicht fast alle Winzer im Ahrtal vor dem Nichts, vor dem Ausstehen, und insofern würde ich mich freuen, wenn wir auch hier in unserer Wein-Community unser Schäuflein dazu beitragen, dieser tollen Region und den der tollen Winzermenschen, die letzten Endes dahinter stehen, auch ein bisschen unter die Arme greifen. Deswegen möchte ich den Hilfeaufruf von Stuart Pickett, den ich ja letzten Endes weitergeleitet habe, hier nochmal wiederholen. Es geht also um das Spendenkonto der VDP Adlerhilft.ev. Bei der Rheingauer Volksbank kann dort Geld überwiesen werden mit der IBAN DE 21 51 09 1500, Firma die 0, 20, 45, 28, und der Betreff soll sein Solidarität A Weinbau. Wie gesagt, die Details, die Zahlenkette findet ihr auch nochmal in den Shownotes und auch in der Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht. Die anfängliche Hilfsbereitschaft war, wie gesagt, sehr, sehr groß. Mein Eindruck ist, dass dies aber ein deutlich längeres Projekt wird, den ursprünglichen Zustand der Winzerhöfe oder des Ahrtals wiederherzustellen, wenn das überhaupt möglich ist.
Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir nicht nur den ein oder anderen Euro auf dieses Konto einzahlen, sondern vielleicht auch in Zukunft dezidierter, wenn es denn überhaupt noch möglich ist, bei Winzern aus dem Ahrtal kaufen. Sie sind jetzt sehr damit beschäftigt, die aktuelle Ernte zu retten. Die Weingärten an sich sind ja in den meisten Fällen nicht betroffen. Es gab natürlich Erosion hier und dort. Aber das Letzte, was den Winzern in vielen Fällen geblieben ist, ist quasi der aktuelle Bestand, der aktuelle Jahrgang. Und viele Maschinen sind verloren gegangen, kaputt gegangen. Es gibt viel Aufräumarbeiten zu tun, sodass die Weingartenpflege fast hinten runterfallen muss. Aber das natürlich auch das einzige Kapital ist, was noch vorhanden ist. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass diese Ernte noch erfolgreich zu Ende gebracht werden kann und damit zumindest ein paar Einnahmen in der Zukunft möglich sind. Also ich denke mal, dass in den nächsten Wochen sich das Ahrtal über helfende Hände sehr freuen würde. Ich denke mal, man kann mit Winzern seines Vertrauens Kontakt aufnehmen, ob zum Beispiel bei der Weingartenpflege oder auch dann in ein paar Wochen die Ernte unterstützt werden kann mit einer helfenden Hand. Aber abgesehen von dem finanziellen Spendenaufruf möchte ich einfach appellieren, dass wir in Zukunft über die nächsten Monate hinweg dem Ahrtal die Treue halten und auch mehr A-Weine kaufen, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, um einfach auch jetzt über die mediale Aufmerksamkeit hinaus das Schicksal und die Krise, die Katastrophe dort im Hinterkopf behalten und bei den nächsten Weineinkäufen die Entscheidung auch zugunsten der Unterstützung der dortigen Winzer zu machen. Wenn das klappen würde, ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne die Facebook-Gruppe nutzen, um Hilfsaufrufe oder Unterstützungsprojekte bekannt zu machen, die um das Ahrtal sich drehen oder auch andere betroffene Anbaugebiete. Die Mosel ist ja auch hier und da betroffen gewesen und die Saar. Nutzt das gerne, nutzt meine Plattform, um eure Anliegen und Unterstützungsprojekte dort bekannt zu machen. Das gilt natürlich auch für alle Winzer oder Ahrtaler, die auf irgendetwas aufmerksam machen möchten. Die können zum einen das sehr, sehr gerne in die Facebook-Gruppe posten. Ihr könnt aber auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Dann können wir gerne eine Sondersendung aufnehmen oder ich helfe gerne eben dann Informationen, Projekte weiter zu verbreiten und dort ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ja, das Thema wird für uns auf jeden Fall noch länger Bestand haben, auch wenn dann die Presseleute abgezogen sind. Aber ich denke, wir alle aus Weinliebhaber und vielleicht auch Freunde des Ahrtals und Liebhaber des Ahrtaler Weins können da durchaus ein bisschen was da mit beitragen. Meldet euch, wir kriegen das zusammen hin und ich drücke allen Winzern die Daumen und wünsche ihnen viel Kraft und Nervenstärke, diese Katastrophe bestmöglich zu überstehen. Und das Wichtigste, es klingt zwar banal, aber das Wichtigste ist, dass man vielleicht gesundheitlich, wenn es möglich war, unversehrt aus dieser Flut herausgekommen ist und zumindest von der Familie Körtgen weiß ich, dass dort keiner körperlich zu Schaden gekommen ist, was nur ein schwacher Trost ist, aber letzten Endes ist das auch das Wichtigste. Ein schwerer Cut, ein Themawechsel, der mir jetzt auch nicht leicht fällt, aber ich würde sagen, wir steigen jetzt gleich in den Mitschnitt unseres Interviews mit ein. Wie gesagt, dort geht es um die Wachau, ein sehr wichtiges Anbaugebiet Österreichs, auch an der Donau gelegen, selbstverständlich ein bisschen flussaufwärts vom Kremstal, sprich der Einfluss des pannonischen Klimas nimmt immer weiter ab. Dort sind auch selbstredend weiße Rebsorten absolut im Vordergrund. Der grüne Veltliner spielt natürlich auch hier eine große Rolle, aber auch der Riesling
Und wie gesagt, wir probieren insgesamt hier 9 Weine. Zum einen von der Domäne Wachau, wo Roman Horvath, Master of Wine, der Betriebsleiter ist. Und zum anderen gibt es Weine vom Weingut Alzinger und vom Weingut Hirzberger, die jeweils vom linken und rechten Rand kommen aus diesem Anbaugebiet und damit auch selbst für so eine relativ kleine geografische begrenzte Gebietsbezeichnung sehen wir doch, wie groß auch hier das Stilspektrum ist über die Rebsorten hinweg und letzten Endes auch über den westlichen und östlichen Rand der Wachau. Da wünsche ich euch viel Spaß. Es gibt jetzt 2 Stunden Expertenwissen zur Wachau. Ich wünsche euch viel Vergnügen damit. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Franz, Lea, wenn Sie noch mal ganz kurz Hallo sagt, seid ihr schon auf Lautstärke? Ja, sind wir auch von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass so viele Teilnehmer da heute dabei sind. Und denke, wird eine spannende Verkostung und hoffentlich eine angeregte Diskussion werden. Ich kann mir allem Gesagten anschließen und finde es großartig. In dem Umfang haben wir es durchaus noch nicht oft gemacht mit so vielen Teilnehmern. Schauen wir mal, ob wir die technischen Herausforderungen bewältigen. Wir haben das Internet nochmal geprüft und gecheckt, also die Verbindung sollte stehen. Der Leo und der Franz werden sich dann später, wenn wir dann zu den Weinen kommen, natürlich noch viel, viel genauer und präziser vorstellen, Betrieb und Weine. Ich fange jetzt mit meiner Präsentation kurz an. Vielleicht noch 2-3 Worte zu meiner Person. Roman Horvath, ich bin jetzt 17 Jahre in der Wachau, also kein geborener Wachauer. Ich habe vor, nochmal so circa 15, 16, 17 Jahre zu bleiben. Hier bei der Domäne Wachau, da gibt es viel zu tun. Wir haben schon sehr, sehr viel bewegt, aber es ist ein großes Weingut, ein komplexes Weingut. Die Wachau selbst ist ein sehr, sehr komplexes Gebiet mit einer ganz, ganz starken Geschichte und Tradition, mit einer ganz, ganz starken Gegenwart und auch mit vielen, vielen Aufgaben für die Zukunft. War davor, bevor ich in die Wachau gekommen bin, zur Domäne Wachau, auf der anderen Seite, auf der anderen Weinseite, so quasi beim Einkauf. Jetzt bin ich so quasi als Weingutsvertreter in Organisation, Verkauf tätig. Vorher war es Einkauf. Sehr, sehr viel gereist, auch im Zuge der Master of Wine Ausbildung. Und deswegen traue ich mich auch zu behaupten, dass das, was hier in der Wachau passiert, etwas ganz, ganz Besonderes ist, dass es ein ganz, ganz starkes Herkunftsgebiet ist, dass es ein unvergleichliches Qualitätsweinbaugebiet ist, wie es nur ganz, ganz selten weltweit vorzufinden ist, dass die Weine für sich sprechen, dass in den letzten Jahren vielleicht das Bewusstsein, die Wahrnehmung nicht mehr so ganz korrekt gewesen ist. Aber jeder einzelne Winkel hier in der Wachau, jeder einzelne Wein, ganz, ganz großen Herkunftscharakter und eine ganz große Eigenständigkeit ausdrückt. Und was auch ganz besonders ist, was ganz, ganz für uns wichtig ist, in so einem kleinen Gebiet wie der Wachau mit 1300 Hektar, 15, 16, 17 Kilometer von einem Beginn zum anderen Ende, gibt es eine große Vielfalt auch an Stilen, die innerhalb des Gebietes möglich sind. Warum das so ist, auf das werden wir dann gleich zu sprechen kommen. Gut, dann fangen wir mal. Ich habe eine ganz kleine Präsentation vorbereitet für die nächsten 20 Minuten beziehungsweise halbe Stunde, je nachdem, wie lange es dauern wird. Ich glaube, meine erste Folie sollte man sehen. Da sieht man den Leubenberg. Wunderbar. Das ist auch schon ein ganz, ganz typisches Landschaftsbild für die Wachau. Wir sehen hier die Donau. Wir sind bei Unterleuben und Oberleuben. Hier haben wir den Leubenberg. Ganz, ganz typisch deswegen, weil wir hier so quasi die ebenen Flächen haben.
nahe der Donau und dann weiter im Landesinneren, also wenn man ein bisschen ein paar hundert Meter dann reingeht Richtung Norden, dann kommen die steilen Terrassen, Terrassenbewirtschaftung. Das kennen alle, aber da wir auch einige Freunde aus der Schweiz, aus Südtirol und viel aus Deutschland haben, nur ganz, ganz kurz zur Orientierung, wo wir uns befinden. Österreich ist ein mitteleuropäisches Land, der Breitengrad, in dem der Hauptteil der Weinbaugebiete in Niederösterreich liegen, liegt zwischen Bonn und Reims. Das drückt schon mal diese grundsätzliche kühle Klimatik aus. Aber wenn man sich die Österreich-Karte hier anschaut, dann sieht man, dass das alles ein bisschen relativiert werden kann. Die Weinbaugebiete sind alle in Ostösterreich. Wir haben hier im Süden die Steiermark mit mediterranen, illyrischen Klimaeinfluss, deutlich, deutlich feuchter, mit deutlich höheren Niederschlägen. Das wird der grüne Wittliner hier im Süden niemals schaffen. Mit diesen hohen Niederschlägen, da ist er viel zu anfällig. Wir haben im Osten das Burgenland mit dem pannonischen Klimaeinfluss deutlich, deutlich wärmer, mehr Sonnenstunden, höhere Durchschnittstemperaturen, eher rotweinorientiert, auch wenn sich Nischen für Weißwein hier auftun. Dann haben wir natürlich das klassische Niederösterreich, wobei die Thermenregion und Carnuntum und vielleicht auch der Wiener Einfluss und das erste Weinviertel, der erste Weinviertelteil, durchaus ein bisschen wärmer zu sehen sind. Und dann haben wir klassische Niederösterreich. Schon ganz eindeutig zu sehen, Wachau ist das westlichste Weinbaugebiet in Niederösterreich. Der Weinbau findet hier sein Ende. Also wir sprechen hier im Englischen, heißt das so schön, Marginal Climate, also Randklima. Dort, wo der Weinbau gerade noch möglich ist, das mag heute im Zuge des Klimawandels nicht mehr ganz so offensichtlich sein, aber das waren schon und sind es auch immer noch, wenn wir uns Jahrgänge wie 2020 anschauen wenn wir dann noch weiter zurückgehen, noch viel deutlicher, ist es keine Selbstverständlichkeit, grüne Veltliner, Riesling hier zur vollen Reife zu bringen, kontinuierlich über Jahre hinweg, zu ausdrucksvollen, kräftigen, intensiven Weinen, sondern es ist schon eine Herausforderung. Da gilt es schon, wirklich hochqualitativen Weingarten zu arbeiten. Da gilt es schon, spät zu ernten, die Hängedauer, die Lesedauer auch entsprechend zu nutzen, um hier die Komplexität eines Weines auch zu erlangen. Aber das macht auch große Weißweine aus. Kühles Randklima, lange Hängezeit und entsprechende Tiefe dann in der Aromatik. In letzter Zeit wird immer wieder gerne gesprochen von den Donautälern, aus den Weinbaugebieten entlang der Donau. Wenn man das hier sich anschaut, das einzige Weinbaugebiet, das wirklich direkt und durchgehend entlang der Donau ist, das ist die Wachau selbst. Ansonsten rücken die Weingärten meistens einige Kilometer weiter weg von der Donau. Kremstal hat ein bisschen was näher stehen. Auf der südlichen Seite, aber ansonsten sind die diese Weinbaugebiete Kamptal, Kremstal, Dreisental, alle von anderen Flüssen geprägt und Zuläufern. Ja, das mal soweit zum ersten Überblick, wo wir uns befinden. Ich glaube, das ist allen klar. Aber wie gesagt, wir haben auch weit angereiste Zuhörer und Mitverkoster. Schauen wir uns die Wachau ein bisschen genauer an. Also das rote Fleckchen, das vorher hier markiert wurde, war, das ist jetzt herausgehoben. Wir haben hier die Stadt Krems. Man sieht hier so ganz leicht grünschattierte Flächen. Das ist schon das Kremstal. Und dann beginnt eben die Wachau. Man sieht es hier auch angedeutet, dass hier die Bergketten, Hügelketten deutlich markanter sind. Und hier ein ganz, ganz enges Tal so quasi zumachen, zuschließen und hier auch ein ganz besonderes Kleinklima ermöglichen. Der pannonische Klimaeinfluss, den ich vorher bei Österreich gezeigt habe, der kommt aus der ungarischen Tiefebene, der erwischt das Burgenland noch ganz, ganz heftig. Der arbeitet sich langsam vor über Carnuntum bis Wien hinein und entlang der Donau und prägt dann quasi noch das Kamptal und Kremstal und hat auch seinen Einfluss, der pannonische Klimaeinfluss, hier in den östlichen Bereich der Wachau.
Und dann sieht man, dass hier die Donau einen ganz starken Knick macht und dieser pannonische Klimaeinfluss wird hier massiv gebrochen. Und ab hier so quasi, nach Dürnstein, wird es dann immer kühler und kühler und kühler. Und wir haben hier den kühlsten Bereich des niederösterreichischen Weinbaus mit der Ortschaft Spitz und dem Spitzer Graben hier entlang. Das ist auch statistisch darzulegen, dass die Durchschnittstemperaturen niedriger sind, dass die Niederschläge etwas höher sind, dass die Reife deutlich, deutlich später stattfindet als hier im östlichen Teil der Wachau. So kann man ein bisschen unterscheiden. Also wir haben so quasi den westlichen kühleren Teil. Wir haben den etwas wärmeren östlichen Teil der Wachau. Und dann haben wir die Mitte, die balancierte Mitte mit Weißenkirchen, Joching und Wösendorf. Aber wichtig ist dieser Knick hier der Donau. Das fällt einem gar nicht direkt auf, wenn man das auf einer Karte sieht oder mit dem Auto unterwegs ist. Aber dadurch, dass das Tal hier im Norden durch das Waldviertel begrenzt, im Süden durch den Dunkelsteiner Wald, ein echtes Engtal ist, wo auch die Donau keinen Weg findet, um sich auszubreiten, was sich früher oder immer noch durch Hochwässer dann zeigt, ist dieser klimatische Einfluss aus dem Osten eben hier ganz, ganz, ganz stark gebrochen. Und das macht auch einen großen Unterschied. Und wir haben heute mit Franz und mit Leo auch zwei Winzer hier vertreten, die, das wird dann durchaus ein bisschen interessanter auch in der Diskussion dann, durchaus ein Paradoxon darstellen, weil der Franz kommt nämlich aus dem Westen und steht für einen Stil, der so auf den ersten Blick ja gar nicht so zart und fragil und straff sich präsentiert, sondern sehr, sehr saftig und schmelzig. Aber wer ein bisschen Erfahrung hat, wird dann aufgrund der Säurestruktur sehr, sehr klar erkennen, dass es aus einem kühleren Bereich kommt, eine spätere Lese zulässt. Und wir haben den Leo quasi aus dem Osten, hier aus Unterleuben, der eigentlich für sehr mächtige Weine stehen sollte, aber aufgrund seiner Lagen, aber auch aufgrund seiner Handschrift, auf das kommen auch noch zu sprechen, eine durchaus sehr, sehr, sehr straffe, Finesse orientierte, präzise Stilrichtung darstellt. Wir haben auch auf der Südseite natürlich Weingärten. Ganz im Westen sind es die Arnsdörfer. Etwas bekannter mittlerweile sind Rossatz und Rührsdorf, so gegenüber von Weißenkirchen und Dürnstein, je nachdem, welchen Blickwinkel man es sieht. Da hat sich in den letzten Jahren eine sehr, sehr positive Entwicklung gezeigt mit aufstrebenden Winzern wie Georg Frischengruber und der Joe Fischer. Ein Siegel schon länger. Da tut sich einiges. Während man länger zurückblickt, war es meistens so das linke Ufer, wo die Top-Betriebe zu Hause sind. Dort sind auch die steilen Terrassen sehr, sehr hochkonzentriert vorzufinden. Tut sich jetzt auf der Südseite etwas. Der Bereich hier, Mautern, kann durchaus ein bisschen differenzierter gesehen werden. Einerseits klimatisch, weil hier das pannonische Klima noch am stärksten wirkt. Zusätzlich haben die auch nicht diese Intensität an steilen Terrassen, an Trockensteinmauern, wie sie in der restlichen Wachau vorzufinden sind, also durchaus etwas tiefere Böden. Auch der strukturelle Unterschied ist gegeben. Hier gibt es ein bisschen Einfluss von Kremstaler Winzern, die hier auch Flächen haben. Da wurde bei manchen Lagen in der Vergangenheit auch mit der Maschine geerntet, was in der restlichen Wachau nicht gegeben ist, aus unterschiedlichen Gründen. Auf das kommen wir auch noch zu sprechen. Jo, soweit mal der erste Überblick. Wir schauen einen Sprung weiter und zwar auf Geschichte und Entwicklung der Wachau. Ganz kurzer Blick auf eine Steilterrasse, auf eine nackte Steilterrasse, also ohne Laubwand. Da sieht man, wie sich die wie man so schön sagt, die Adern der Wachau, die Trockensteinmauern über die Hänge hinwegziehen. Wir machen ein bisschen Geschichte und Entwicklung. Eine kurze Zusammenfassung, so quasi aus meiner Sichtweise, ein bisschen der Blick von etwas weiter weg. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht ganz so weit zurückgehen zu Venus von Willendorf, vor 30.000 Jahren hier schon gefunden. Also da gab es schon erste Kulturen hier. Also wir werden jetzt nicht die Weinbewirtschaftung der Römer und Kelten aufarbeiten, sondern wir springen etwas weiter
Die Reblauskatastrophe kam in der Wachau etwas später, auch weil es ein bisschen abgelegener war. Und das war so in den späten 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Gleich darauf kam die Weltwirtschaftskrise, dann kam der Zweite Weltkrieg. Und die Wachau hat nach dem Zweiten Weltkrieg mit wenigen 100 Hektar quasi ein neues Leben begonnen, wie es halt nach dem Weltkrieg war, der Wiederaufbau. So Aufzeichnungen sagen uns, dass circa 3, 4, maximal 500 Hektar damals bewirtschaftet waren. Und da beginnt eine Entwicklung, die ich für ganz, ganz wichtig sehe, für die österreichische Weinwirtschaft und für die Wachauer, für das Wachauer Weinbaugebiet, da die Wachau einen zeitlichen Vorsprung hat in der Entwicklung, in der Terroir-Entwicklung, in der kulturellen Aufarbeitung der Herkunft, im Qualitätsdenken, nämlich diese 20, 30 Jahre Vorsprung, die ihre Gründe in den 50 Jahren findet. Sommerfrische, Aufbruchstimmung, Mariandelfilme. Da ist das erste Mal in der Wachau, so nach dem Zweiten Weltkrieg, auch ein wirtschaftlicher Aufschwung viel, viel früher zustande gekommen als im restlichen Österreich, also im restlichen österreichischen Weinbaugebieten. Da sieht man ein Foto aus den 50er Jahren, das ist von unserem Betrieb, damals schon sehr, sehr intensiv bewirtschaftet, durchaus umfangreicher. Und das Geld, das damals hier in die Wachau getragen wurde, von all den Touristen und Wirtshäusern und Heurigen und Bockhändlerstationen, sind aufgeblüht. Und das kam natürlich auch der Weinwirtschaft zugute. Und das ist schon in den 50er Jahren entstanden. Und über die ersten 15, 20 Jahre ist schon ein Qualitätsdenken entstanden, das es im restlichen Österreich nicht gegeben hat. Das heißt, wir haben in den 60er Jahren schon ganz, ganz nachweislich qualitativ denkende Betriebe, ob das Hirzberger war, ob das Jamek war, ob das Weingut Prager war, haben sich schon ganz, ganz intensiv mit der Herkunft, mit der intensiven Bewirtschaftung, mit der sehr, sehr aufwendigen Bewirtschaftung des Gebietes beschäftigt. Das war auch notwendig, also da konnte man keinen billigen Wein erzeugen. Das heißt, die Preise sind damals schon für die Verhältnisse natürlich langsam gestiegen. Und dann kommen wir in den 70er Jahren an und das erste große wirksame Dokumentation, das ist von Helmut Romé, das ist Ende der 70er Jahre geschrieben worden. Das heißt, hier ist die Denke der Anfang und 70er und Mitte 70er Jahre vertreten. Und er schreibt damals schon von drei Weinstilen, vom Qualitätswein, vom frischen, leichten Wein mit 10, 10, 5 Alkohol. Er schreibt vom Kabinettwein, den trockenen, nicht aufgebesserten, mittelgewichtigen Wein. Und er schreibt von der trockenen Spätlese, spät geerntet, mit mehr Ausdruck. Das war schon in den 70er Jahren drei Weinstile, die auch am Markt angekommen sind. Und wenn 1983 dann die Vinea Wachau gegründet worden ist, dann passierte das nicht von einem Tag auf den anderen, sondern gibt es ja auch sehr, sehr viele Gedankengänge und Diskussionen davor. Also diese Qualitätsentwicklung ist hier in den 70er Jahren schon ganz, ganz stark vorhanden gewesen. Trotzdem war dann so Mitte der 80er Jahre Vinea Wachau ein Stilwandel ganz, ganz klar zu merken, während davor die guten, großen Weine noch etwas ganz leicht süßlich auch ausgebaute Spät- und Auslesen waren. Gab es natürlich schon die Leuchttürme, die dann ganz trockene, kräftige Weine produziert haben. So war das Mitte der 80er Jahre dann ein ganz, ganz großer Umschwung, ein Umbruch, wo man wirklich auf sehr, sehr trockene Weine auch gesetzt hat. Und das war so quasi der Start der Vinea Wachau. Dann war der Weinskandal, Vinea Wachau schon vorher gegründet worden. Und dann kommen wir in die 1990er Jahre hinein. Und das war ein ganz anderer Zeitgeist damals, der weltweit vorgeherrscht hat, der auch in Österreich angekommen ist. Das war Robert Parker. Rotweine mussten viel Holz haben, die mussten kräftig sein, die brauchen hohen Alkohol. Das haben die Leute gerne getrunken, das haben die Journalisten hoch bewertet. Und so ist auch in Österreich produziert worden, allerdings jetzt nicht nur in der Wachau, wie man meinen möchte, sondern das waren auch die anderen wenigen qualitativ orientierten österreichischen Weißweinproduzenten, nur weil die Wachau aufgrund der Dichte der Top-Produzenten immer sehr, sehr im Schaufenster und natürlich ganz, ganz leicht auch zu beobachten, weil hier schon ein bisschen eine Jahrgangstiefe vorhanden war, weil die Weine zu beziehen waren, weil sie im Markt vertreten waren. Und das waren so die 90er Jahre geprägt von kräftigen Weinen. Das war dann auch hier eine Denke, wo dann bewusst auch mit Botrytis gearbeitet wurde. Durchaus
Boutrit ist die quasi so ein bisschen Ersatz für Chaptalisierung hergenommen werden kann, denn aufgebessert wurde nicht, es war immer 100% das, was die Natur zur Verfügung gestellt hat, während man bei anderen Weinen dann auf Alkohol auf 12,5, 13, 13,5 aufgebessert hat, was hier eine sehr, sehr späte Lese und in den 90er Jahren war das durchaus gang und gäbe, dass auch ein höherer Anteil, ein unselektierter Anteil an Botrytis mitverwendet wurde. Also wir kommen auf dieses Thema noch zu sprechen, das ist heute ein ganz anderer Zugang. Und diese Entwicklung ist dann so quasi in den frühen Nullerjahren, im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends dann aufgeweicht worden. Genesis Robin war so quasi die Antipode, also der andere Zugang dann auf finessenreiche Weine. Und diese Entwicklung hat genauso in der Wachau stattgefunden, dass die Stile heute sich anders zeigen. Wenn wir dann auf das Thema Botrytis vielleicht noch zu sprechen kommen, so ist heute auch ein ganz anderes Arbeiten oder schon vor 5, 10 Jahren, als es damals in den 90er Jahren war, wo noch unselektiert gearbeitet worden ist. Und dieser Stilwandel, wie er sehr oft heute propagiert wird, und die Weine müssen leichter sein, müssen frischer sein und eleganter sein, der ist in der Wachau nicht vorbeigegangen. Aber auch meine persönliche Ansichtweise, ein Wein, der darf und kann auch schon eine Struktur haben, der sollte auch schon Kraft haben. Also wir brauchen jetzt nicht lauter 11-volumensprozentige Weinchen und nur um des Zweckes wegen eine frühere Ernte, dass ich auch nicht über 12 Alkohol komme. Stehen wir heute in der Gegenwart mit einer Vielfalt an Stilen. Wo ist die Wachau heute? Das ist auch ein Teil der aktuellen Weinentwicklung, alternative Gärbehältnisse. Und die Wachau steht hier nicht, sondern die Wachau steht bei einem sehr, sehr klaren Herkunftsprofil, das auf die Lagen und Herkünfte zurückgreift, wie sie jetzt hier seit Jahrtausend vorhanden sind. Aber auch diese Weine gibt es hier in einer kleinen Nische. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich die Wachau sehr, sehr kompetent in einem frischen, eleganten Weißweinstil gefunden hat. Hier ein paar Terrassen, wie sie bewirtschaftet werden, also ein sehr, sehr aufwendiges Arbeiten. Und dann schauen wir uns ganz kurz an, wie die Vigne Wachau aufgestellt ist. Steinfeder, Federspiel, Smaragd, das haben alle schon gehört, das kennen alle. Bewusst ist hier Steinfeder ein bisschen kleiner dargestellt, könnte man fast unter Klammer stellen. Es ist nicht, dass es die Steinfeder nicht mehr gibt, aber sicherlich nicht mehr in dieser ganz starken Bedeutung, wie es damals in den 80er, 90er Jahren der Fall war. Steinfeder ist für uns, für die Domäne Wachau, immer noch ein sehr, sehr wichtiger Wein. Ich glaube, der Leo macht keine Steinfeder mehr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weingut Hirzberger hat sie noch im Sortiment. So ist es ganz unterschiedlich bei Weingütern zu sehen. Aber mit Federspiel und Smaragd, mit diesen beiden Stilen, haben wir in diesem kühlen Klima, in diesem Randgebiet ganz klar zwei Stile in der Unterscheidung, wie sie für Ortsweine, Riedenweine, eventuell auch für Gebietsweine verwendet wird. Federspiel steht für eben diesen sehr, sehr, für diesen mittelgewichtigen, sehr frischen, eleganten grünen Veltliner Stil, wie er international sehr, sehr bekannt ist und schon sehr, sehr oft quasi getrunken wird, zum Rakt eben für die später geernteten Trauben. Bewusst habe ich hier jetzt keine KMW-Werte dazu geschrieben, Öxle-Werte, Alkoholwerte. Ich sehe das mittlerweile eher so als Stilbezeichnung, dass von Jahr zu Jahr durchaus wie eine Schablone auch ein bisschen verschoben werden kann. Sieht man auch 2020, wo die Weine ein bisschen leichter sind. Auch von Weingut zu Weingut gibt es hier leichte Verschiebungen. Aber innerhalb eines Blickfeldes, sei es eines Jahrganges oder eines Weingutes, ist der Unterschied zwischen einem Federspiel und einem Smaragd sehr, sehr klar gegeben, weil es eben das Klima zulässt, weil es die Böden zulassen, weil es die Arbeit im Weingarten zulässt, weil es eben mehrere Lesedurchgänge gibt und weil es auch die unterschiedlichen Terroirs entsprechend zulassen. Zwei, drei Punkte noch, bevor wir zu den ersten Weinen kommen. Hier war Steilterrassen noch zu sehen. Geologie im Boden. Es soll ein kleiner, mittelgroßer Wachau-Überblick sein. Wir könnten auch einen eigenen Abend nur mit Geologie in der Wachau machen. Ein Punkt, also sagen wir ein Begriff, den man sich merken sollte, das ist Gneis. Viel mehr braucht man sich nicht merken, also wenn man weiß, Wachau ist Gneis,
dann hat man schon sehr, sehr viel an Punkte erreicht bei der nächsten Jungsommelierprüfung oder Diplom-Sommelierprüfung oder wie auch immer. Gneis ist ein metamorphes Gestein, ein Umwandlungsgestein, das hier aber ganz, ganz großen Einfluss auf die Weinstilistik hat. Jetzt wissen wir, dass die Kausalität, so da haben wir diese Gesteinsart und der Wein schmeckt so, dass das alles sehr, sehr schwierig zu fassen ist. Gneis, ein kristallines Gestein, ein metamorphes Gestein, also Umwandlungsgestein. Die Hauptminerale sind Feldspat, Quarz und Glimmer. Die drei vergieße ich nicht mehr, haben wir in der Schule gelernt. Merkt man sich leicht. Was aber ganz, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, es sind die mitunter ältesten Gesteinsgeologieformationen, die man weltweit findet. Weltweit. Wir haben die böhmische Masse, die als Überbleibsel eines großen Gebirgszuges vor 300, 400, teilweise 500 Millionen Jahren hier entstanden ist und umgeformt wurde. Und aufgrund des sehr, sehr hohen Alters dieser geologischen Formationen haben wir auch einen extrem hohen Grad der Verwitterung. Das heißt, diese Gneisgesteine sind auch in einer sehr, sehr porösen Form vorhanden. Das in vielen, vielen Teilen der Wachau die Wurzeln, die Faserwurzeln einerseits wirklich in die feinen Risse, in die feinen Löcher, Faserrisse eindringen können. Auf der anderen Seite ist der Gneis, die Grundgeologie, das Muttergestein durch den hohen Grad der Verwitterung auch Teil des Oberbodens geworden. Das heißt, der Gneis hat hier wirklich eine ganz, ganz starke Wirkung auf das Muttergestein selbst, also ist, aber auch auf den Oberboden, wo er sich dann mit seiner Mineralstoffzusammensetzung wieder vorfindet. Man spricht natürlich auch von der bunten Serie, weil diese Gneise sehr in sehr unterschiedlicher Form vorhanden sind. Also man spricht da vom Gföllergneis, das ist ein Orthogneis, man spricht vom Paragneis. Je nachdem, welche Minerale in einer erhöhten Form vorhanden sind, spricht man vom Granodioritgneis. Auf das wollen wir jetzt alles nicht eingehen. Wichtig ist, Gneis, sehr, sehr altes Gestein, hoher Verwitterungsgrad, Teil des Oberbodens, sehr, sehr porös, sehr, sehr viele feine Faserrisse, wo die Wurzeln auch wirklich tief in das Gestein eindringen können. Auch ganz, ganz wichtig, Handwerk und Familienstrukturen. Während sich im restlichen Österreich qualitative, sehr, sehr gute Weingüter dorthin entwickelt haben, dass sie oft heute 30, 40, 50, 80, 100 Hektar bewirtschaften. Wenn ich ins Kremstal gehe, wenn ich ins Kamptal gehe, Burgenland sowieso, dann ist das dort möglich aufgrund der Kraft der Mechanisierung, aufgrund der motorischen Kraft mit dem Traktor, mit den Quadbikes oder wie auch immer. Das ist in der Wachau nicht der Fall. In der Wachau haben wir weiterhin ganz, ganz markante, deutliche Familienstrukturen. Sagen wir jetzt, der Franz Hitzberger gehört wohl zu den größeren Weingütern mit seinen 25 Hektar, schätze jetzt mal, vielleicht sind es 30 Hektar, aber das ist schon so quasi das Maximum, was in der Wachau ein Familienweingut bewirtschaften kann. Darüber geht es quasi nicht hinaus. Die Durchschnittsgröße deutlich, deutlich geringer, auch von den bekannten, sehr qualitativen Weingütern, 10, 12, 13 Hektar, 8 Hektar, ist so eine ganz, ganz typische Größe. Das ist jene Größe, die ich in der Familienstruktur bewirtschaften kann, so dass ich auch wirklich eine ganz, ganz starke emotionale Nähe zum Weingarten, zur Bewirtschaftung erhalte. Wenn ich mal über diese 40, 50 Hektar hinausgehe, dann brauche ich einen Vorarbeiter, dann brauche ich ein paar Traktorfahrer, dann brauche ich sehr, sehr viele Fremdarbeiter, dann brauche ich temporäre Mitarbeiter im Weingarten. Das ist in der Wachau nicht der Fall. Also das ist eine sehr, sehr enge, direkte Verbindung mit der Arbeit. Die Arbeiter sind auch schwierig zu finden, sieht man auch hier an den Bildern, dass die Bewirtschaftung einerseits auch sehr, sehr qualitativ fordernd ist. Wenn es auch dann zur Lese hingeht, selektive Lese, dass sie auch körperlich sehr, sehr, sehr fordernd ist. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied zu anderen Weinbaugebieten in Österreich, dass hier der handwerkliche Grad extrem ausgeprägt ist, dass sehr, sehr viele Weingärten gar nicht mechanisierbar sind. Wir können in der Ebene natürlich auch mit dem Traktor fahren. Ist auch wichtig für jeden Betrieb, dass da gewisse Balance vorhanden ist, dass ich ein bisschen Weingärten habe, die auch mechanisieren kann, um mir die Weingärten, die dann reine Handarbeit darstellen,
auch bewältigt werden können. Bei der Domäne Wachau schließt sich der Kreis. Auch wir sind ein Familienweingut, allerdings sind es nicht eine Familie, sondern bei uns sind es dann 250 Familien mit einer Durchschnittsgröße von 2-3 Hektar. Also alles sehr, sehr, sehr klein strukturiert. Aber was man zur Wachauer Struktur auch sagen kann, eine nahezu komplette Abdeckung aller Weingärten, die ein qualitativer Winzer dahinter steht, die qualitativ in der Flasche landen, ob das jetzt Top-Betriebe sind, ob das die Domäne Wachau sind, ob das gut arbeitende kleine Heurigenbetriebe sind, das ist in sonst keinem Weinbaugebiet der Fall, weil immer noch sehr, sehr viel an Fasswein auch gehandelt wird, weil Handelsbetriebe auch tätig sind. Aber hier ist eine ganz, ganz stark ausgeprägte Eigentümerstruktur zum Weingarten auch vorhanden. Und ein Punkt, der auch viel zu selten angesprochen wird, ist der kleine Mikrokosmos der Wachau mit einer extremen Biodiversität. Das sind auch die Trockensteinmauern, die Winzer pflegen, ganz entscheidend dafür, weil die Trockensteinmauern Habitat und Lebensraum für eine Vielzahl an Kleinstinsekten und Tieren, aber auch für Pflanzen sind, die für die Vielfalt des Weingartens auch sorgen. Wir haben in der Weinwirtschaft eine Art Monokultur, die sind aber auch ganz, ganz stark aufgebrochen. Wir haben Trockenrasengebiete, die Wachau ist auch ein durchgehendes Naturschutzgebiet, UNESCO-Weltkulturerbe. Hier mittig sehen wir ein Foto von Donauauen, von der Pritzenauer Au, die renaturiert wird, wo seltene Vögel, Seeadler, Wiedehopf vorkommen. Die Marille hat hier ganz, ganz große Bedeutung. Streuobstwiesen sind vorhanden. Also hier ist die Wachau in ihrer gesamten natürlichen Darstellung auch sehr, sehr, sehr vielfältig und biodivers dargestellt. Soweit einmal. Eines fehlt mir noch, ganz, 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 ganz wichtig. Ein ganz wichtiges Bildchen haben wir noch, und zwar DRC, wollten wir nicht vergessen. Ganz wichtig, ist hier ein bisschen vereinfacht dargestellt, weil es quasi um die Grundinhalte geht. Wir können das dann gerne ein bisschen vertiefen. Wachau DRC, aus meiner persönlichen Sichtweise, DRC, wie aus 2003 irgendwo entstanden im Weinviertel, war damals eine ganz andere Denke. Damals ging es um das Speerspitzenmarketing, so wie können wir ein Weinbaugebiet aus dem Nichts, aus dem Untergrund quasi hervorheben und wie können wir denen ein bisschen Bedeutung geben. Das können wir nur, wenn wir ein sehr, sehr fokussiertes und sehr, sehr zielgerichtetes Marketing betreiben. Wir brauchen eine Rebsorte, für die das Gebiet steht, und die stellen wir dann in den Vordergrund. Das ist auch passiert. Heute hat das Weinviertel einen DRC-Anteil von markant unter 10%, ich glaube 7, 8, 9% der Weinviertlerweine sind DRC-Weine. Diese Entwicklung ist dann weitergegangen in durchaus in unterschiedlicher Richtung. Wir sind aber heute dort, wie es jetzt bei der Steiermark umgesetzt worden ist und vor allem auch bei der Wachau, dass es diese Art von Herkunftsmarketing nicht alleine sein muss und sein darf. Die Wachau kann jetzt nicht ein, zwei Rebsorten quasi alleinig in den Vordergrund stellen und sagen, der Rest, was in der Wachau produziert, ist plötzlich unter Niederösterreich zu vermarkten. Niederösterreich ist ein Konvolut an unterschiedlichsten Herkünften und Rebsorten und Kleinklimata, die quasi als Herkunft nicht mehr zu fassen sind. Und da hat die Wachau einfach ein viel zu eigenständiges Profil, um zu sagen, so der Weißburgunder ist jetzt ein niederösterreichischer Wein. Deswegen ein Zugang, der, so glaube ich, auch in Zukunft in Österreich durchaus ein bisschen mehr fassen wird, dass die Vielfalt auch eine Bedeutung hat. So schaut es in der Wachau aus. Also wir haben Grünwind in der Riedling auf der Riedebene, in der mittleren Ebene Ortsherkunft haben wir Grünwind in der Riesling, so quasi die Burgunderfamilie plus Neuburger, ist leicht zu merken, und dann die Aromarebsorten. So muss man das nicht auswendig lernen, sondern Grünwediner Riesling, Burgunderrebsorten plus Neuburger und die Aromarebsorten, und dann hat man die Ortsebene abgedeckt und auf der Gebietsebene dann eine Vielfalt an unterschiedlichen qualitativen Rebsorten. Dahinter stehen ein paar markante Regelungen wie 100% Handlese, Abfüllung im produzierenden, Abfüllung im Ort und ein paar weitere, aber auf das können wir dann später noch zu sprechen kommen.
Ja, soweit einmal mein erster Überblick zur Wachau und schlage vor, wir fangen mal an mit unseren ersten Weinen. Wer ist unser erster Präsentator und Winzer? Ich glaube, das ist der Leo, oder? Schaut so aus, ja. Jawohl. So, falls ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach mal in den Chat hineinschreiben. Wir werden dann einfach kurz die Frage aufgreifen. Und dann gehen wir es einfach an. Leo, wenn du mit deinem ersten Wein beginnst. Ja. Wiener Federspiel Müllpoint 2020. Sollten alle vor sich stehen haben. Und ein bisschen was zu deinem Betrieb und dann zum Wein und zur Herkunft, Jahrgang. Gehen wir es an. Sehr gern. Ja, ich denke, wir werden es jetzt mal so halten, damit das nicht zu langatmig wird. Ich werde mal nur so ein paar grobe Details zu unserem Betrieb anreißen und ich glaube, auf nähere Sachen können wir dann bei den anderen Weinen noch eingehen und eventuell auch dann in der Diskussion. Es ist so bei uns, wir haben selbst jetzt eine Rebfläche von 11 Hektar. Kaufen noch ein bisschen über einen Hektar an Trauben von Vertragswinzern zu. Das heißt, wir vermarkten praktisch so 12,5 Hektar Rebfläche. Das ist alles verteilt mittlerweile nur mehr auf zwei Sorten, also nur mehr Grüner Veltliner und Riesling. Hier vielleicht auch zu sagen, wir haben einen verhältnismäßig hohen Rieslinganteil. Wenn man jetzt die Flächenverteilung in der Wachau anschaut, ist man beim Riesling ungefähr bei 19%, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Wir sind ungefähr jetzt bei uns im Betrieb über 30, fast 35. Weil für uns halt Riesling immer auch ein wichtiges und großes Thema war, obwohl ja der Grüne Veltliner eigentlich, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, schon mehr Bedeutung hatte und der Riesling jetzt halt dann doch wieder ordentlich an Interesse und auch Bedeutung zugelegt hat, insgesamt gesehen. Bei mir ist es jetzt so, ich bin heuer, also für mich ist es der 20. Jahrgang, seitdem ich zu Hause bin. Also ich bin 98 mit der Schule fertig geworden, dann ein Jährchen Bundesheer und dann war ich noch kurz in Deutschland und eben seit 2000 zu Hause. Hatte dann noch einmal das Vergnügen, 2002 eine Ernte in Neuseeland verbringen zu können, damit man so ein bisschen was anderes sieht und ein bisschen Sprache lernen. Und seitdem darf ich in Unterleuben gemeinsam mit meiner Familie, meiner Frau und auch wenn der Roman vorher gesagt hat, die Betriebe sind halt im Familienverbund größtenteils, ist es natürlich so, dass man halt eine Fläche von 10 Hektar in der Familie alleine nicht mehr bewirtschaften kann. Also wir haben vier fixe Mitarbeiter plus ergänzt dann auch noch durch Aushilfskräfte, weil man halt einfach rechnen muss, in der Wachau hat man halt bis zum Vierfachen an Arbeitsstunden pro Hektar und damit ist es so einfach dann nicht mehr zu machen. Ja, zum ersten Wein vielleicht ganz kurz. Müllpoint ist für uns so ein bisschen das Veltliner Paradefederspiel, mehr oder weniger. Wir haben drei verschiedene Veltliner Federspiele im Betrieb. Wir haben einen Ortswein und dann zwei Lagen. Und davon ist eben die Müllpoint eine davon. Der Weingarten liegt direkt am Bergfuß, das heißt direkt unterm Steinertal. Und ist deswegen auch, obwohl es eben schon Bergfußbereich beziehungsweise beginnende Hanglage ist, schon durchaus von den Terrassen, die darüber liegen, geprägt. Man sieht es da auf der Karte, die der Roman da gerade herzeigt.
Es ist praktisch direkt unterm Steinertal gelegen. Das heißt, wenn man jetzt auf den Boden schaut, dann hat man da Erosionsmaterial vom Steinertal mit drinnen. Und das ist eine wichtige Komponente für diesen Wein. Und auf der anderen Seite hat man eben Lehm und auch ein bisschen Löss drinnen. Das heißt, von der Ausprägung her ist die Mühlbein so halt immer klassische Veltliner Richtung mit sehr viel Würze, oft ein bisschen kräutrige Aromen auch, aber eben durch das Gesteinsmaterial, was da eben auch mitspielt, doch auch immer geprägt von einer sehr straffen Struktur und auch immer sehr, sehr gute, kernige, ich sage jetzt mal, Mineralik, wenn wir den Begriff bemühen wollen. Ja, danke Leo. Wir haben die Mikros jetzt auch freigegeben. Also ihr könnt es auch selber auf laut stellen und Fragen stellen oder ein bisschen was einwerfen. Ich kann auch gerne jemanden aufrufen, der den Wein kurz beschreibt. Na Spaß, das machen wir nicht. aber wer auch immer Fragen hat, gerne in den Chat hinein. Oder auch sein Mikro kurz auf laut stellen und direkt hier die Runde eröffnen. Ja, so. Am Jahrgang 2020 haben wir den jetzt angesprochen? Ah, haben wir nicht. Hallo, darf man was sagen? Ja, warte, es kommt. Ja. Roman, hörst du mich? Günther ist dran. Ich höre dich nicht, aber ich sehe dich nicht. Das ist irgendwie mit der Technik. Also Hören tust du mich? Ja. Ja. Nachdem ich, glaube ich, der älteste Kunde vom Leo Altzinger bin, werfe ich da mich gleich mal in das Geschehen hinein. Begrüße euch recht herzlich. Und weil ich bin Kunde jetzt seit 1984 und somit also eigentlich auch so alt wie die Vinea Wachau. Und also freut mich, da dabei sein zu können. Und der erste Wein, ja, was mal auffällt, also ist im Gegensatz zum 2019er, dass er ganz eine markante Säure mitbringt und eher ein bisschen stahlig sogar ist. Aber das ist der Müllpoint der öfters, weil er auch durch den etwas schwereren Boden, ja, möchte gar nicht länger aufhalten. Dankeschön, Günther. Das heißt, in guten und in schlechten Zeiten immer dabei gewesen seit 1984. Das freut uns. Ja, regelmäßig. Lea, du wolltest was zum Jahrgang sagen, genau. Ja, vielleicht ganz kurz zum Jahrgang. Insgesamt muss man sagen, sind wir eigentlich mit 2020 sehr, sehr glücklich von dem, was sich in den Weinen präsentiert. Es ist durchaus, wenn man es jetzt mit 19 vergleicht, ein deutlich kühlerer Jahrgang, der aber eigentlich relativ warm begonnen hat. Also es war ein sehr warmer Winter. Es kam nur dann eine relativ kühle Periode, die die ganze Vegetation extrem gebremst hat. Auch die Blüte war schon verhältnismäßig, wenn man es jetzt mit den letzten wärmeren Jahrgängen vergleicht, verhältnismäßig spät. Man hat eigentlich damals schon sagen können, dass es sicher keinen frühen Erntestart wird geben. Und während des Jahres war eigentlich geprägt, dass es immer wieder ausreichend Niederschläge gegeben hat, nie extreme Hitzeperioden. Also eigentlich ein guter Mix aus schönem Wetter und aus Regen. Wobei man das auch innerhalb von Österreich im letzten Jahr relativ differenziert sehen muss. Wir sind da relativ gut durchgekommen. Es war aber in näherem Umkreis teilweise wettermäßig sehr verschieden. Also 2020 ist sicher jetzt kein homogenes Jahr, was die Niederschläge betroffen hat und wie sich das ganze Jahr gestaltet hat. Was halt dann eine sehr bittere Geschichte war für die Wachau, war diese große Hagelgeschichte im August mit unterschiedlichen Intensitäten in der Wachau.
Uns hat es auch erwischt, aber im Vergleich zur Spitz, man wird der Franz sicher dann ein bisschen mehr sagen können, ist es, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig harmlos, sage ich jetzt einmal. Also wir haben, ich würde jetzt mal so sagen, wenn man es über den ganzen Betrieb sehen wird, im Vergleich zum Vorjahr so ungefähr 30%, 35%, je nach Weingarten, weniger. Was es allerdings schon bewirkt hat, die Ernte war extremst aufwendig. Also es war für uns, wenn man jetzt die Arbeitsstunden hernimmt, die aufwendigste Ernte, die wir jemals gehabt haben, weil einfach dieses hagelgeschädigte Material zuerst mal ausselektioniert werden musste, bevor es dann an die Hauptlese ging. Und allerdings muss man sagen, wir hatten Glück, dass es nach dem Hagelereignis vom Wetter her relativ gut war und sich dann keine Schlimmigkeiten stark ausgebreitet haben. Und sobald man das ausselektioniert hatte, ist es dann eigentlich, hat es dann gut gepasst und man konnte eigentlich zum Zeitpunkt ernten, jetzt für unseren Fall, wo wir das auch machen wollten oder machen konnten. Und ist jetzt vom Weincharakter insgesamt sicher ein etwas strafferer, frischerer Jahrgang mit höheren Säurewerten, aber sehr reifer Säure, guter physiologischer Reife. Und eigentlich, ja, aus meiner Sicht fast, und auch für unsere, wofür wir heute stehen, eigentlich fast ein perfekter Jahrgang. Und denke auch, dass das, auch wenn es vielleicht insgesamt nicht so gesehen wird, wird sich das aus meiner Sicht sicher in die großen Jahrgänge der Wachau einreihen. Und da sind wir aber auch beim wichtigen Punkt, den der Leo angesprochen hat. Bei so einem schwierigen Jahrgang könnte jetzt man sagen, man ist möglichst schnell und holt alles runter, bevor noch irgendwas passiert, bevor Fäulnis auftritt, obwohl 2020 das sowieso nicht möglich gewesen wäre. Aber das kann ich mit der Lesemaschine dann schnell machen. Das ist, ich habe einen Zugang im Weingarten, wo ich rasch und alles raushole aus dem Weingarten und das möglichst früh, um alle Risiken zu vermeiden. Es gibt Lesemaschinen, die sind da schon ein bisschen selektiver, aber in der Form, wie die Jahrgänge sich hier zeigen, wo dann der Fäulnisdruck so vorhanden ist, wo dann vielleicht ein bisschen Hagelschäden dabei sind, kann das nicht mehr gemacht werden und das kann dann nur mehr selektive Handlese, mehrmaliges Durchlesen ermöglichen, so wie es hier traditionell auch gepflegt wird. Der Christian Hagel fragt, kommentieren die Winzer ihre Weine nicht? Doch, versuchen wir. Ich glaube, der Leo hat seinen Wein eh beschrieben. Also ich glaube, es ist ein typischer Leo-Stil auch, sehr, sehr feinwürzig. 2020, glaube ich, kommt deinem Stil auch sehr, sehr entgegen. Also diese extrem präzise Kräuterwürze, die in dem Wein vorhanden ist. Also sehr, 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 sehr beschwingt auch der Wein mit einem super, super, super Trinkfluss. Möchte Florian was fragen, weil er die Hand hebt, oder? Musste ich nur auf... Ja, genau, danke Roman. Ich habe gerade mal versucht, auf Google Maps in Satellitenansicht die Lage rauszufinden. Ich glaube, ich habe es auch gefunden. Müsste über Rotendorf dieser kleine Weiler sein. Was ich jetzt dann noch spannend finde, ist, wenn man auf Google Maps schaut, ist, dass die Lage Mühlpoint eigentlich vertikale Rebzeilen hat und die drumherum eigentlich eher horizontal gelegen sind. Da wollte ich mal fragen, was da die Gründe sind, beziehungsweise wie sich das dann im Wein letzten Endes niederschlägt, die Ausrichtung der Rebzeilen. Also das, was man da sieht, ist, da ist eine Lage, die ist östlich von der Mühlpoint, die hat West-Ost-Zeilen, das stimmt, ist aber eher ungewöhnlich im Bergfußbereich. Das ist eigentlich so ziemlich die einzige Lage in diesem Bereich, die West-Ost-Zeilen hat. Wenn man von der Mühlbahn Richtung Westen geht, ist alles Nord-Süd gezeilt. Das ist eigentlich hauptsächlich deswegen so, weil auch diese Parzellen Nord-Süd verlaufen. Also es wäre eine Querzeilung, wäre hier gar nicht möglich. Weil die Parzellen eben nur eine Breite von irgendwo ja, 15, 20, 25 Meter haben, aber halt 200, 300 Meter lang sind. Im Mühlpoint sieht man aber noch drei horizontale Linien. Sind das so Kaltluftbrecher oder was hat das für einen Sinn?
Da sind mitten im Weinberg stehen da so. Da sind ein paar leichte Geländesprünge drinnen. Ich glaube, dass man das, am Satellitenfoto sieht. Alles klar, Dankeschön. Gut, dann schauen wir zum nächsten Wein. Nächster Wein ist dann von der Domäne Wachau. Den habe ich mitgebracht oder geschickt. Das ist Grünwegliner Federspiel Kreuzberg 2020. Ich habe einen Wein von der Südseite mitgebracht. Nur Platz für Federspiel. Moment, ich werde ganz kurz zeigen, wo sich diese Lage befindet. Wir gehen nun auf die Südseite der Donau. Hier haben wir die große Karte. Also vorher waren wir in dem Bereich hier. Das heißt, wir gehen ein Stückchen weiter westlich, aber wir sind noch in diesem klassischen östlichen Bereich. Und Kreuzberg befindet sich dann hier. Kann man ein bisschen, hoppla. Kann man dann ein bisschen genauer hineinschauen. Also wir sind jetzt in Rührsdorf. Rossatz und Rührsdorf sind eine Gemeinde. Und Kreuzberg ist jetzt, hier sehen wir den Kreuzberg. Kreuzberg ist jetzt keine Terrassenlage, genauso wie der Mühlpoint. Geologisch ist es eher der Paragneis hier, der vorherrscht. Das ist so ein Gneisriegel, Gneisplateau, sagt man. Doch weiter oben Richtung Dunkelsteiner Wald gelegen. Also wir haben hier schon einen klaren Hang. Und wir haben auch eine entsprechende Drainage. Also der Boden ist kein tiefer Boden, also wo jetzt mehr Wasserhaltevermögen vorhanden wäre oder wo der Boden feuchter stehen würde. Wir haben auch eine mittlere Bodenauflage. Stilistisch zeigt sich Kreuzberg, jetzt von der Südseite kommen und vom Paragneis geprägt, immer ein bisschen rauchiger, ein bisschen dunkelwürziger, vielleicht auch leicht in das Feuersteinartige hineingehend. Aber typisch schon wie vorher, der 2020er Jahrgang. Sehr, sehr rassig, sehr bissig am Gaumen. Der Florian, ich glaube, der Günther war das vorher, das beschrieben uns so fast ein bisschen stahlig in seiner Richtung. Sehr, sehr asketischer Jahrgang. Also fast ein Jahrgang, wie er vielleicht aus den 80er, frühen 90er Jahren so im Kopf abgespeichert war, deswegen auch der Titel Zurück in die Zukunft. Die Wachau steht jetzt nicht für üppige, breite Weine. Wir sind jetzt natürlich beim Federspielstil, aber werden das dann auch bei den Riedenweinen, bei den Riedensmaragden sehen, dass da extrem viel Spiel und extrem viel Spannung am Gaumen durch die sehr, sehr reife Säure, die auch bei später Lese extrem aufrechterhalten werden kann. Und den Wein immer an genialen Zug gibt, der dann zu enormer Länge und zu enormer Rasse auch führt. Jo, das war Grünwegliner Federspiel Kreuzberg. Gibt es irgendwo Fragen, Wünsche, Anregungen? Was gibt es sonst noch? Beschwerden? Sonst gehen wir weiter. Ich habe eine ganz leichte Perlage gehabt, Roman. Lasst der quasi die Gärkohlensäure drin oder tut er das imprägnieren beim Abfüllen? Oder ist das jetzt vielleicht vom Umfüllen einfach ein Effekt, dass da ein bisschen... Es kann durchaus sein, dass es auch vom Umfüllen ist. Ist natürlich das ganz, ganz frisch auch gefüllter Wein. Also eigentlich haben wir auf die Flasche gefüllt, dann haben wir zum Umfüllen in die kleine Flasche gebracht. Also hätten wir gleich in die kleine füllen können. Das kann durchaus sein, dass noch ein bisschen Rest CO2 drin oder durch das Umfüllen auch passiert ist. Jo, Franz, wir gehen zu Riesling und wir wechseln den Jahrgang auf Federspiel 2019. Wir machen alles anders quasi. Ja. Zuallererst danke, Roman, für die Einführung in die Wachau. Gibt durchaus Dinge, die ich noch nicht wusste. Gerne, geh auf. Zum Beispiel, dass das Mariandl eine Altersfreigabe von 12 hat. Ja. Du hast ein Schmunzeln gebracht. Wir sind jetzt gerade da bei mir in Spitz, in unserem Weingut. Wir waren vorher gerade bei der Besprechung, deswegen sitzen wir da auch so Corona-konform nebeneinander. Wer bin ich, wer sind wir? Weingut in Spitz an der Donau, wie der Roman vorher beschrieben hat, der westlichste
Teil der Wachau. Das ist in manchen Jahren, da freut man sich drüber, weil man doch um den Dick noch später ernten kann, weil es ein bisschen kühler ist. In anderen Jahren kann man es gar nicht glauben, dass die Gradationen oder Reifegradationen im östlichen Teil der Wachau schon erreicht sind, wenn man selber noch so hadert. Das ist das Schöne, dass wir diese Gegensätze in der Wachau haben von ein bisschen Wärme. Ja. Die Wachau wird immer das westlichste und kühlste Gebiet bleiben, das egal wie warm es wird, wird es nicht ändern. Aber diese Differenz auf diese gerade 13, 14 Kilometer an der Donau ist schon beeindruckend und macht extrem viel Spaß. Ich habe jetzt 2019 genommen, 2020, der Leo hat es vorher kurz angesprochen, haben wir einen durchaus veritablen Schaden durch den Hagel gehabt. Da ist relativ wenig übergeblieben, gerade mal 30% der Ernte, die wir normal haben, konnten wir keltern, war auch eine der tatsächlich intensivsten Ernten, die wir haben, und hat für uns 2020 schon gezeigt, wie wertvoll es ist, dass es eben keine Lesemaschine gibt, dass das Handlesen gelernt ist, dass wir das können, dass wir Leute haben aus der Ortschaft, die wissen, wie eine gute und eine schlechte Fäulnis ausschaut, wie eine reife und eine unreife Beere ausschaut. Und auf dieses Wissen zu vertrauen, gerade in solchen Jahren, ist ganz, ganz wertvoll. Und das war 2020 bei uns wie so ein Vorhang, der sich da von Schritt zu Schritt immer gelüftet hat und wie sich der Jahrgang auch geklärt hat, ob das jetzt angefangen hat am Stock, wo sie da tatsächlich verheerend ausgeschaut hat am Anfang, und dann ist man das erste Mal durchgegangen hat. Was runtergeschnitten ist, ist schon klarer geworden, dann das zweite Mal durchgegangen, dann die Lese, dann die Gärung und alles. Es hat sich immer weiter geklärt, und 2020 ist tatsächlich ein Jahrgang, mit dem wir extrem, extreme Freude haben und sehr zufrieden sind. Hat eine unglaublich schöne Säure, also tatsächlich was Großartiges. Wir haben für uns jetzt dann Stein der Rassen Riesling 2019 genommen, weil ich gerade beim Riesling-Federspiel oft das Empfinden habe, dass das gerade dann, wenn man den nächsten Jahrgang auf den Markt bringt, ist eigentlich der vergangene Jahrgang am schönsten. Und empfinde ja da beim Stein der Rassen 19 so. Stein der Rassen keine Lage, ist aus unseren Einzellagen, zum Teil die Vorlese, zum Teil am Singerriegel die obersten Terrassen, wo man in diese Marktgradationen nicht reinkommen. Eine Auslese quasi. Und im Federspielbereich geht es bei uns, da schauen wir mehr auf die Wachauer Stilistik, auf den Riesling, den Sortencharakter. Und ja, genau. Jetzt sitzen der Leo und der Franz da so nebeneinander und nutzen die Wachauer Winzer. Das ist aber für einen Nicht-Wachauer gar nicht nachvollziehbar, was das im Weingarten bedeutet, einerseits in Leuben zu Hause sein und andererseits in Spitz zu Hause zu sein. Das ist ein anderes Arbeiten, das ist eine andere Denke, auch im Zeitmanagement und letztlich auch eine Entwicklung einer anderen Philosophie und Mentalität. Und das spürt man selbst hier im Osten, in Dürnstein. Ob jetzt ein Leubner, Dürnsteiner Winzer seine Weingärten hier quasi hat im Leubnerbereich oder dann nach dem Tunnel, also quasi Richtung Weißenkirchen hin, wo dann auch schon die Reife sich anders zeigt und wo die Stilistik auch anders sich zeigt. Und in der Flasche oder im Glas sind das kleine, feine Unterschiede, die gar nicht so offensichtlich sind, wenn man so schnell drüber hinwegkostet. Aber im Weingarten, im Jahresverlauf sind das doch sehr, sehr markante Gegebenheiten. Und wenn man genau konzentriert hineingekostet kostet, dann hat man diese Terroir-Unterschiede auch ganz, ganz offensichtlich. Leo, wir gehen wieder zu dir, glaube ich. Oder? Darf ich gerade noch was fragen? Roman, entschuldige bitte. Christina Fischer. Ah, Christina, hallo. Hi. Hallo. Schön. Ich würde gerne was fragen zu eurem Pyramidensystem, denn das sind ja jetzt alles Riebenweine, die wir verkostet haben. Und dennoch sind sie doch in der Kategorie der Ortsweine einzusortieren. Ist das richtig oder ist das falsch, was ich gesagt habe?
Darf ich das vielleicht kurz beantworten? Ja. Das Schöne an dem, das System, das wir uns in der Wachau ausgedacht haben, ist, dass wir die Stilistik und die Herkunft nicht vermischen. Und dass es auf der einen Seite die Einteilung in Gebietswein, Ortswein und Lagenwein gibt, auf der anderen Seite aber auch die stilbeschreibenden Kategorien Steinfeder, Federspiel und Markt. Und wir empfinden das durchaus als wertvoll, weil gerade für den Kunden die Stilistik oft ein sehr wichtiger Entscheidungsfaktor ist. Und auf der anderen Seite natürlich die Herkunft ein ganz wichtig darauf hindeutet, wie ein Wein schmeckt. Ist er jetzt von einem Lößboden, einem tiefgründigen Weingarten oder eher von der Terrasse? Es ist an und für sich eine geteilte Geschichte und soll eigentlich nicht auf eine Qualität in dem Sinn hindeuten, sondern auf beschreibende Faktoren, Stilistik und Herkunft. Es muss nicht immer ein Oder sein. Da muss ich mich entschuldigen, wenn das negativ geklungen hat. Das wollte ich auf keinen Fall sagen. Ich habe es nur versucht zu verstehen, weil ich manchmal schon in Deutschland durcheinander komme und so halt, man sieht die Riede und denkt, aha, es ist ein Riedenwein, aber nein, es ist eigentlich kein Riedenwein. Und wie versteht das dann jemand, der nicht aus Österreich kommt? Also die Österreicher lachen jetzt wahrscheinlich über meine Frage, aber langfristig bleibt ihr bei drei Kategorien oder habt ihr vor, was zu verändern? Weil eigentlich ist es ja widersprüchlich, Ortsweine zu haben und dann über Rieden zu sprechen. Ja, um ehrlich zu sein, kann ich dem jetzt auch gar nicht so genau folgen, aber da bin ich jetzt auch nicht weingesetzlich ganz abgedatet, wie das in Deutschland ist, aber ein Riedenwein ist ein Riedenwein, ist ein Riedenwein bei uns. Gut. Also der Unterschied ist ganz klar, das eine beschäftigt sich mit der Stilistik. Mhm. Steinfeder, die leichtesten, die trinkanimierendsten Weine, Federspiel, das der Mittelbau, wo wir teilen es oft auch in Tageszeiten ein, das man zum Mittag trinkt. Und Smaragd, die etwas gehaltvolleren Weine, wo man auch durchaus die Reife des Jahrgangs dann auch spürt. Und die Herkunft nach Gebiet, man darf ja auch nicht vergessen, die Wachau ist ein sehr kleines Weinbaugebiet. Es gibt Ortschaften, die größer oder Weinbauortschaften, die größer sind als die Wachau. Und also das eine ist einfach die Herkunft und das andere ist die Stilistik. Das ist eine ganz saubere Trennung. Ich finde auch, dass wenn man Herkunft ernst nimmt, dann muss man es eigentlich, dann darf man es auch nicht mit Stilistik vermischen. Dann muss das auch klar nebeneinander stehen können. Also der Riedenwein kann ein Federspiel sein, weil es der Weingarten entsprechend hergibt. Aber trotzdem ist es eine klare Herkunft. Der Riedenwein, also die Lage, Einzellage, kann auch ein Smaragdstil sein, weil es die Lage hergibt, weil man später in den Weingarten geht, weil man eine Vorselektion gemacht hat, weil der Weingarten die Steillage, wie auch immer, quasi auch für strukturierte, tiefe Weine mit Lagerpotenzial steht. Und diese Stilunterscheidung, Federspiel, Smaragd, ist ja ganz, 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 ganz wichtige, um einen Wein auch zu erkennen, ohne dass ich jetzt von jedem Winzer jede Lage und jede Bezeichnung im Etikett auswendig lerne. Und da befürchte ich, dass wir durchaus noch ein bisschen durcheinander kommen werden in Zukunft. Ein Anhaltspunkt ist natürlich auch immer der Preis. Danke. Das ist auch nicht anders bei euch als bei uns. Das ist schön. Wobei natürlich auch eine Sache, die es dann auch klar macht, ob es jetzt von einer Einzellage kommt oder nicht, ist es jetzt seit, ich weiß es nicht genau, 4 oder 5 Jahren vom österreichischen Weingesetz so vorgesehen, dass wenn der Wein aus einer Einzellage kommt, dann muss zwingend das Wort Ried davor stehen. Also das ist quasi das Indiz, dass es aus einer Einzellage kommt. Danke, das hilft jetzt ungemein. Super. Mhm. Die Steinterrassen sind doch keine Riede jetzt hier. Das ist doch ein Ortswein dann, oder? Genau, ist auch so. Okay, also das ist alles klar. Die ersten beiden Weine waren Riedenweine, der dritte, der Riesling, war ein Ortswein. Ja. Ja. Also das muss man auch sagen, das ist hier und da haben wir einen österreichischen Weg, wo man sich so richtig schön durchschwindeln. Mit diesem Gesetz Ried vor die Lage oder vor die Riede zu schreiben, das war ein ganz
stille Geschichte, aber eigentlich ein großer Wurf, weil man ohne auf etwas hinzuhauen, ohne irgendwas anderes schlecht zu machen, ganz einfach hervorgehoben hat, was jetzt wirklich die Lage ist und was andere Weine sind. Ja. Wir haben das ja auch bei uns im Betrieb mit Single Riddle Riesling, wo wir unseren wichtigsten Riesling haben, und Honevogel, der jetzt keine Lage per Definition ist, hat man ganz klar beim Single Riddle Rita forscht und beim Honevogel nicht. Der oder die schreibt gerade, das versteht der Konsument nicht. Nochmal zur Klarstellung, in einem kühlen Randklima kann ein Weingarten quasi etwas Elegantes, Frisches, Leichtfüßiges bringen. Und da sind wir beim Federspiel. Oder ich habe eine Späterrelease, tief strukturiert, lagerfähig, kompakt. Dann ist es ein Marktstil, eine Stilbezeichnung. Die Herkunft davon ist zu trennen. Das ist die klassische Herkunftspyramide, das romanische System, wie es vor 20, 30 Jahren hier noch nicht angetroffen ist, aber wie es in Österreich, auch in Deutschland, durchgehend umgesetzt wird. Und das passiert einfach auf Gebietswein, Ortswein und Riedenwein. Und in Österreich haben wir halt immer das Wort Ried dabei stehen, wenn es eine Einzellage, eine klar definierte, eindeutig abgegrenzte Herkunftsbezeichnung ist. Wenn das Wort Ried nicht dabei steht, dann ist es halt eine Markenbezeichnung. Dann steht halt Hans oder Leopold drauf, zum Beispiel. Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, weil wir ja auf diesen kleinen Flaschen steht eben Riede nicht drauf. Und ich glaube, das ist das gewesen, warum so ein bisschen so eine Verwirrung jetzt herrscht, weil bei euren großen Flaschen steht garantiert Riede drauf, aber die kleinen halt nicht. Ja. Guter Einwurf, gut erkannt, vielen Dank für die Anmerkung. Das Wort Ried. Gehen wir zu Ried Leubenberg. Ja, dann machen wir das. Leubenberg ist eine Riede, eine Lage, die eigentlich sehr, sehr gut widerspiegeln kann, was die Wachau ausmacht. Einerseits, wir haben es ja vorher schon gehört vom Roman, wenn man jetzt aufs Klima schaut, dann hat man große Einflüsse, pannonisch, wärmer vom Osten, kalt oder kühler kontinental vom Norden und vom Westen. Das stimmt auch. Aber was das Gebiet so interessant macht, ist, dass diese großen Regeln durch sehr, sehr viele Ausnahmen unterbrochen werden, sage ich jetzt mal. Leubenberg ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der Leubenberg ist sicher eine der größten Einzellagen in der Wachau, der größten Rieden, mit einer Fläche von über 30 Hektar. Und aufgrund dieser Fläche hat man schon mal innerhalb der Lage per se extreme Unterschiede. Also man muss sich vorstellen, dass der Leubenberg die untersten Terrassen auf einer Seehöhe von ungefähr 210, 215, 220 Meter anfangen. Und es geht rauf bis über 300 Meter. Und auf der anderen Seite hat man auch von der Exposition ganz im Osten, dreht sich der Leubenberg eben Richtung Südosten. Dann ist der Mittelbereich ist genau südlich ausgerichtet. Und der westliche Teil schaut aber dann schon wieder sehr deutlich in den Westen. Es gibt sogar Teile, die komplett in den Westen schauen. Und deswegen kommt es da eben ganz stark darauf an, wo sind die Parzellen, wo der Wein jetzt eben genau herkommt. Das ist eben speziell je größer der Weingarten wird und speziell je größer eine Terrassenlage ist, desto größer sind eben auch die Unterschiede diesbezüglich. Der Riesling Leubenberg, den wir jetzt hier im Glas haben, kommt zu 80% von einem Weingarten, der relativ weit im Osten liegt, aber sehr hoch oben und auch in einer gewissen Talsituation drinnen. Und deswegen ist es für Leubenberg eigentlich gar nicht so ein 100% typischer Wein, sage ich jetzt mal, weil Leubenberg eigentlich der Großteil der Fläche ist komplett südlich ausgerichtet. Das heißt, eher etwas wärmer, immer ein bisschen cremiger und runder. Und der Weingarten, wo eben der Wein herkommt, ich sage immer so ein bisschen, das ist so ein halb Leubenberg und halb Steinertal. Da hat man zwar schon
auch Einflüsse von dem Röhrenberg-Charakter drinnen, speziell im Duft. Aber am Gaumen ist es sehr, sehr straff, hat eine ausgeprägte Säurestruktur und ist eigentlich meistens auf der eleganten Seite unterwegs, auch in Jahren, die eigentlich warm sind oder warm waren. Wenn man 2019 jetzt hernimmt, war sicher ein deutlich wärmeres Jahr als 2020. Und ich denke aber, dass man hier trotzdem sieht, dass das sehr, sehr frisch, sehr filigran und sehr geradlinig daherkommt. Kann man das nachvollziehen? Leute? Glaube ich schon, oder? Aber das ist eben eine der Geschichten, die es einerseits in der Wachau so interessant machen, aber auch für uns Winzer und auch für den Konsumenten so schön machen. Das Gebiet ist nicht groß und es ist aber extrem vielschichtig und ja, das macht es einfach macht's spannend. Ich habe jetzt doch noch mal eine Frage zu dem Thema Rieden, also nicht, ob das jetzt eine Riede ist, aber wir hatten jetzt gerade beim Carnuntum-Tasting das Thema, dass beim Spitzerberg es auch Subrieden demnächst geben wird oder schon gibt, jetzt, ich glaube, mit dem Jahrgang. Und du hattest ja jetzt auch gerade erzählt, Leo, dass euer der Leubenberg eben auch extrem unterschiedlich ist, auch von der Charakteristik. Ist das was ihr auch diskutiert? Das Schöne ist, dass die Wachau ja im Rieden- und Lagenthema schon ganz, ganz lange drinnen ist. Also da gibt es die ersten Riedenkarten, die sind aus den 50er Jahren. Also die Riedenkarten, so wie wir sie heute kennen, die ursprüngliche Einteilung ist viel, viel älter. Und tatsächlicherweise gibt es diese Subriedenbezeichnungen auch schon in den ältesten, also nicht alle, aber viele dieser Subriedenbezeichnungen gibt es schon in den ältesten Karten, die gemacht wurden. Und am Löwenberg ist es so, da gibt es zwei markante Subriden, wären zum Beispiel Süßenberg. Das ist im Zentrum vom Löwenberg, eher weiter unten. Dort ist es sehr warm, respektive gibt es dort immer eine sehr hohe Traubenreife. Und der Bereich, wo dieser Riesling jetzt herkommt, heißt Rauheneck. Steckt auch schon im Namen, praktisch ja, raueres Klima. Das ist in einem Talausgang, am Nord-Süd-Tal, und da kommt eben auch die kalte Luft von oben runter. Aber so grundsätzlich, glaube ich, wird in der Wachau das Thema Subriden nicht überstrapaziert. Ganz, ganz vereinzelt finden sich diese, wo es innerhalb einer sehr, sehr bekannten Riede, wie zum Beispiel den Leubenberg, doch ganz, ganz offensichtliche topografische, historische Subriedenabsonderungen, Eigenheiten gibt, wo es dann definiert wurde. Aber das ist relativ, relativ selten in der Wachau. Also man hat schon versucht, die Rieden sehr, sehr eindeutig auch darzustellen. Aber das ist eher ein Punkt, der dort hineinfließt, der vorher genannt wurde. Da kennt sich kein Konsument aus. Da gebe ich absolut recht. Wobei wir natürlich anmerken müssen, es gibt nicht den Konsumenten, den einzigen Konsumenten, sondern der Konsument fächert sich auf in Dutzende, Hunderte unterschiedliche Erwartungshaltungen und Anforderungen. Und ich sage jetzt mal, so eine Flasche Wein um 25, 30 Euro, ist es auch nicht notwendig, dass sich der Konsument auskennt, sondern da kennt sich dann der Konsument aus, der sich auch damit befasst und sehr, sehr gezielt auch eine Flasche um 20, 30 Euro kauft. Und für den sollte es dann klar sein, wenn das Wort Ried dabei steht, dann ist es eine klare Herkunftsbezeichnung für eine Einzellage. Und wichtig auch in der Wachau, also diese Stilbezeichnung, die einen Anhaltspunkt gibt, auch für jene, die vielleicht nicht so tief drinnen sind und jetzt nicht unterscheiden können zwischen einem Kolmitz und einem Seiberberg und einem Steinriegel und einem Hochstrasser. Das sind ja dann wirklich Feinheiten, dass ich weiß, so die Lage steht dafür, etc. Machen wir den nächsten Wein. Oder gibt es noch Fragen dazu? Nö, nur Anmerkungen. Großartiger Wein, Leo. Wir gehen weiter Richtung Weißenkirchen.
und machen Grüne Veltliner Smaragd Achleiten 2019. Ganz kurz dargestellt, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind jetzt in der Mitte der Wachau, am Beginn des mittleren Teils. Also wir wandern jetzt in die Mitte der Wachau, Weißenkirchen mit seinen Katastralgemeinden Joching und Wösendorf, und sehen hier die Riede Achleiten. Oder ein bisschen draufzoomen. Am Beginn von Weißenkirchen eine extrem markante Lage, eine der wenigen oder fast die einzige Lage, die direkt an der Donau schon mit den Terrassen, mit dem Steilhang, mit den Trockensteinmauern beginnt. Auch von der Geologie ganz besonders, weil sich hier diese besonderen Amphibolite in sehr, sehr intensiver Form wiederfinden. Das hier ist die Achleiten, gehört auch zu den etwas größeren Rieden, so um die 20 Hektar. Und auch hier ist es relevant, ob ich jetzt quasi eine Parzelle, einen Weingarten vielleicht im oberen Bereich habe, nahe der Waldgrenze, das auch von den Luftbewegungen, vom Wind ganz anders geprägt ist, als wenn ich jetzt mittig hier liege, wo man auch sieht, dass die Terrassen etwas breiter angelegt sind, wo der Boden dann vielleicht schon eine Spur tiefer ist, als wenn ich ganz oben an der Waldgrenze bin, wo der Boden karger wird, wo der Stil sich dann auch ein bisschen kühler und leichtfüßiger zeigt. Als Domäne Wachau sind wir aufgrund unserer Struktur, da wir immer mit mehreren Winzerfamilien arbeiten, mit Winzerfamilien, die für uns so quasi die Weingartenspezialisten sind, die seit Generationen auch ihre Parzelle, ihren Weingarten bearbeiten und hier auch eine ganz intensive Nähe entwickelt haben und auch sehr, sehr klar erkennen und sehen, wie ein Weingarten reagiert, wenn er jetzt schon länger unter Trockenheit leidet oder wenn der nächste Regenfall kommt, wieder der Druck in der Laubwand entsteht, wie sich die Reife weiterentwickelt, wenn es dann Richtung Lese hingeht. Und wir sind auf allen Lagen, die wir abfüllen, auch relativ gut immer vertreten. Und auch auf der Achleiten haben wir einerseits Parzellen, die weiter oben liegen, dadurch eine kühlere Stilistik bringen. Dann haben wir Parzellen, zwei, drei Reihen, die vielleicht im mittleren Bereich liegen oder vielleicht im unteren Bereich. Und dadurch ist immer so quasi ein sehr, sehr guter, typischer, allgemeiner Stil der Achleiten, hier in dem Fall Achleiten vorzufinden oder generell von Rieden. Grüne Veltliner 2019, einer der großen Jahrgänge, der sich sicherlich etwas saftiger, etwas dichter als der 2020er zeigt, aber trotzdem mit einer sehr, sehr präsenten Säurestruktur, die typischerweise quasi einen sehr, sehr langen Bogen am Wein abzeichnet. Diese typische Würze, glaube ich, fein abgezeichnet, so ein bisschen getrocknete Kräuter, Salbei, Thymian, ein bisschen erdige Noten, so leichte Rauchigkeit, die auch mitkommt, aber schöner Zug und glaube ich, auch gute Länge. Achleiten, weil hier die Frage ist, die Rolle vom Wind, Klimatik, deutliche Thermik, Achleiten, mildern das Terrassen etwas ab. Was wir hier haben, was hier einen starken Einfluss sicherlich hat, ist die Donau. Die Donau ist in der Wachau ein wildes Gewässer, also nicht reguliert. Wir haben hier keine Wasserkraftwerke. Die fließt hier wirklich als Fluss. Das ist ein paar Kilometer weiter östlich schon wieder ganz anders zu sehen. Da kommt die nächste Staustufe und in Krems ein bisschen weiter östlich schaut die Donau schon wieder aus wie ein See, weil sie relativ still auch liegt. Hier fließt die Donau in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit. Es gibt auch die Nebenarme, also die Donauauen, Pritzenauer Aue zum Beispiel. Und die Donau bewegt auch kontinuierlich diese Luftmassen von West nach Ost, also diese quasi kühle Luftmassen quasi vom Dunkelsteiner Wald und vom Norden herkommen. Dadurch ist auch ein Achleiten, weil sie eben so direkt an der Donau liegt, immer eine ständige Luftbewegung auch vorhanden. Und dadurch kann sie auch relativ gut abtrocknen, wenn jetzt mal ein intensiverer Regenfall vorhanden ist.
Die Luzi stellt die Frage, ob Yps Persenbalg eine Auswirkung hat noch auf die Wachau. Das kann der Franz vielleicht besser beurteilen. Glaube aber im normalen Jahresverlauf glaube ich nicht mehr. Wenn's uns so es hat, die einzige Auswirkung, die es hat, ist, dass das letzte Kraftwerk ist. Wir sind ja sehr froh, dass wir in der Wachau hätte auch in den 60er Jahren ein Kraftwerk bei Dürnstein Rossatz entstehen sollen. Und wir haben ja auf unseren Regenbildern sehr oft die Donau drauf und mit der Donau sieht man auch oft Nebelschwaden. Und gerade die sind ganz großartig zu beobachten, gerade im Herbst, wie sehr die Donau die Luft bewegt, was da tatsächlich für eine Kraft dahinter ist. Der Fluss schaut ja nicht so breit aus, aber doch mit 300 Metern ein ganz mächtiges Ding und fließt da konstant zwischen 7 und 10 km/h dahin. Und der bewegt ordentlich Luftmassen. Und es ist beeinflusst uns vor allem bei Frühfrösten im Sommer, wo wir im Frühjahr, wo wir dadurch weniger Probleme haben. Aber auch im Herbst merkt man, dass die feuchte Luft wirklich abtransportiert wird. Und das merkt man gerade an so Stellen, wo es ein bisschen enger wird. Das ist ja die Achleiten ist direkt drunter, die Klaus. Und hätte man keine Bundesstraße gebaut, dann würde die Klaus direkt in der Donau enden. Und das sind gerade diese ein bisschen Engstellen, wo dann doch noch ein bisschen mehr Wind geht. Persenbalg direkt hat keinen Einfluss. Hätte man es nicht gemacht, würde man keinen Unterschied sehen. Hätten wir allerdings ein Kraftwerk im Persenbalg in der Wachau gebaut, hätte man wahrscheinlich die Kulturlandschaft, die Weinlandschaft, so wie sie jetzt ist, nicht mehr zur Verfügung. Ist uns die Schifferei auch nach wie vor ein bisschen böse, weil die Schifffahrt, man sieht es ja am Rhein, ist sie teilweise viel intensiver, viel größere Schiffe unterwegs. In der Wachau haben sie einen maximalen Tiefgang von 2,5 Meter und das liegt auch, oder vor allem an der Wachau, dass dort keine Staustufe eben ist und die Schiffe gar nicht so groß werden können. Kurz nochmal erklärt, also der Franz hat jetzt gesprochen von Yps Persenbalg, ist ein Wasserkraftwerk, eine Staustufe, die einige Kilometer weiter westlich stattfindet und eben in den 80er Jahre auch in der Wachau hätte gebaut werden sollen, die dann verhindert wurde, also Staustufe, Wasserkraftwerk. Donau, überhaupt ganz wichtig, also zur Erholung, Stand-up-Paddeln, Schwimmen in der Donau durchschwimmen, Fähren, die Donau überqueren, alles sehr, sehr einzigartige Bedingungen hier. Die Christine hat noch gefragt, Ausbau zur Achleiten, Grüne Wiener-Smaragd Achleiten, was bei dem Wein wichtig ist, Maischestandzeit, also die pflegen wir sehr, sehr intensiv und auch sehr, sehr genau überlegt. Gute Gerbstoffstruktur in den Wein zu bekommen, das vielleicht in der Jugend nicht so charmant und zugänglich den Wein darstellt, aber eine sehr, sehr, sehr griffige Struktur gibt. Vergärung durchgehend im Edelstahl, Ausbau dann im großen Holzfass, allerdings gebrauchte Holzfässer, 2000, 3000, 5000 Liter Holzfässer, die wir verwenden. Und der Grüne Wiedliner Achleiten ist üblicherweise bis in den Sommer hinein dann auf der Feinhefe und wird dann quasi nach dem Sommer für September, Oktober dann auf die Flasche gebracht und kommt dann auf den Markt. Franz, wir gehen weiter zu Weißburgunder, oder? Ja, ja. Ich habe geschaut, ob ich ihn richtig eingeschenkt habe. Wir haben in den... Wir haben, wie mein Vater den Betrieb von meinem Großvater übernommen hat, Anfang der 80er, war ja noch nicht ganz so klar, ist vielleicht übertrieben, aber da hat man schon gesehen, Grüner Wiedliner Riesling werden unsere wichtigen Begleiter auch für die nächsten Jahrzehnte sein. Aber trotzdem war auch eine Suche da, welche Sorten könnten auch funktionieren, welche Sorten könnten gut in die Wachau passen. Und aus der Zeit ist, dass wir die Burgundersorten bei uns im Betrieb angepflanzt haben. Den Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay. Wie ich von der Schule nach Hause gekommen bin und habe auch geglaubt, Anfang 2000, dass man vielleicht
den einen oder anderen dann reduziert, um das Sortiment zu straffen und ein bisschen klarer zu werden. Bin aber jetzt mit Jahr für Jahr werde ich froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil gerade der Weißburgunder und der Chardonnay zwei Sorten sind, die auch in warmen Jahren, und das sieht man da auch mit dem 18er, doch noch eine sehr schöne Säure erhalten, sehr straff bleiben. Der Steinbords, im letzten Jahrgang, 19 haben wir schon immer drauf geschrieben, Steinbords, da war schon klar, dass wir DRC kriegen werden in der Wachau. Kommt bei uns vom Steinbords, das ist die Lage, wenn man vor Spitz steht, blickt man direkt drauf. Das ist, wenn man davor steht, ist rechts der Singerriedel und genau dahinter der Steinbords. Kommt von Steinparzelle, ist der untere Teil des Steinbordses, also der ganze Berg, den man da sieht, ganz oben kann man es lesen, heißt Harzberg. Und der untere Teil des, heißt Steinbords, weil da eben steile Steinterrassen drinnen sind. Ist aber trotzdem ein Weingarten, wo man gute Lössanwehungen drauf hat. Und das findet man in Spitz vor allem auf den östlich ausgerichteten Weingärten. Also so auch am Steinbords, der ganz leicht nach Osten gedreht ist, findet man auf diesem Gneisuntergrund dann so einen Meter, anderthalb Meter Lössdorf. Und für den Weißburgunder funktioniert das schon ganz gut. Also da kriegt man gute Balance hin aus Dichte, Substanz und Finesse. Das ist auch das, was wir in unseren Weinen immer suchen. Natürlich wollen wir eine gewisse Textur haben, eine gewisse Kraft haben, aber immer auch einen Trinkfluss. Ein Wein muss ganz angenehm zu trinken sein, muss Spaß machen, muss einen Trinkfluss haben. Und das ist etwas, das wir tatsächlich suchen. Denn Wein ist möglicherweise sehr banal oder kann auch sagen, es ist ordinär, wenn man es einfach nur trinken mag. Aber das ist ja das, wozu es da ist. Es soll ja Freude bereiten. Und beim Weißburgunder ist das, ja, der passt da einfach großartig hin. Das ist immer einer der ersten Smaragde, die wir ernten im Jahr. Und ja. Gibt es Fragen? Also dürfte jetzt keine Reden mehr anfügen, weil es ein Weißburgunder ist. Richtig, weil da steht, jemand hat, ich habe leider so schlechte Augen, der Leo muss man vorlesen. Wir dürfen bei den anderen, also nur bei Grüner Veltliner und Riesling dürfen wir die Lagen anführen. Das ist auch gar nicht so bitter. Das Schöne an dem System ist, dass wir uns da ausgedacht haben, ist ja, dass eine Sorte wachsen kann. Wir haben zwei in der Riedenkategorie, Grüner Veltliner und Riesling, sieben weitere in der Ortskategorie und acht weitere, habe ich richtig gezählt, im Gebiet. Und für uns war es ganz wichtig, dass alle Weine, die in der Wachau wachsen, auch weiterhin Wachau heißen dürfen. Aber auch von der anderen, von der Zukunftsseite betrachtet, ist es ja auch ganz wichtig, dass sich eine Sorte, wenn man so will, hocharbeiten kann in einem Gebiet. Und möglicherweise wird man dann einmal hergehen, es ist ja auch ein Pinot Noir zum Beispiel als Gebietswein drinnen. Möglicherweise, wenn sich genügend interessieren, wenn er gut genug wird, dann sagt man in 10 Jahren, okay, wir erheben den Pinot Noir von der Gebietsebene auf die Ortsebene. Oder wir sagen, ein Chardonnay wird plötzlich so interessant, wir erheben da von der Ortswein auf die Lagenebene. Man hat durch die kleinstufige Systematik eine große Möglichkeit, auf die Klimaerwärmung auch einzugehen. Ob man in 30 Jahren noch genauso viel Grüner Veltliner pflanzen werden, wissen wir nicht. Ich bin sehr zuversichtlich, weil wir sehr guten Spielraum noch haben im Weingarten. Aber trotzdem gibt diese Abstufung sehr gute Möglichkeiten, dass man da drauf eingeht. Und ja, Weißburgunder eben keine Lagenzuordnung mehr. Einer der großen Weißburgunder, die Österreich hervorbringt, Jahr für Jahr, hat auch jemand geschrieben, absolut. Wäre umso schädlicher für das Image Österreichs oder auch die Wachau, wenn da plötzlich nicht mehr Wachau draufstehen würde, sondern das hat ja auch eine ganz, ganz klare Herkunft, eine klare Handschrift und ist auch wichtig, dass es ein Wachauer
Weißburgunder ist und nicht ein niederösterreichischer Weißburgunder. Die Christina hat noch kurz gefragt. Wenn ich das noch dazu sagen darf, ja. Das findet man, wenn man einen Weißburgunder in einer Verkostung einfach blind reinstellt. Sieht man bei unserem Weißburgunder sehr oft, dass sehr viele bald einmal der Wachau oder unserem Weingut zuordnen. Ein Teil, der nicht weiß, dass wir Weißburgunder haben, sagt dann, die Hälfte das ist Grüner Veltliner, die andere Hälfte das ist Riesling. Aber er hat uns sehr, der Weißburgunder ist in der Lage, einen Gebietstypus auszuprägen. Und ich finde, das macht dann auch die Berechtigung einer Sorte in einem Gebiet aus, ob sich es auch in das Gebiet einfügt und den Gebietscharakter, den Ortscharakter auch darstellen kann. Christina hat auch gefragt, ob da Holz im Einfluss ist, und noch jemand hat gefragt, ob da viel auf der Feinhefe gearbeitet wurde. Holz nur im großen Holzfass nach der Gärung. Grundsätzlich sind wir im Betrieb von unserer Arbeitsweise sicher konträr zum jetzigen Trend, wenn man so will. Wir lesen sehr spät und sind dann im Keller sehr, sehr zackig unterwegs, sehr, sehr schnell. Also wir lesen, im Normalfall fangen wir nicht vor Anfang Oktober an und geht bis zum mindestens 20. November und schauen, dass wir da wirklich sehr viel Reife aus dem Weingarten kriegen. Und im Keller versuchen wir dann wirklich die Frucht auch zu erhalten, die feinen Strukturen, und sind da relativ bald von der Hefe weg. Also unsere Weine sind im Normalfall Ende Februar, 1. März, 2. Märzwoche vorfiltriert. Vorfiltrieren ist Vorgang, wo man so sagen kann, da ist der Wein dann auch technisch gesehen fertig. Weil eben, wenn man in Kombination mit der späten Ernte, mit der hohen Reife, dann auch noch mit zu viel oder mit mehr Hefe arbeitet, dann würde das würde dann zu viel werden. Da hast du dann zu dicken Wein, und das wollen wir ja nicht. Es soll ja durchaus Körper haben, durchaus Textur haben, aber immer auch Finesse. Viele vermuten auch in der Blindverkostung, dass hier viel mit der Feinhefe gearbeitet wird und großes Holzfass und Oxidation etc. Aber eben die Hefearbeit ist eben nicht hier das Kriterium, sondern die Arbeit im Weingarten, und das ist so quasi die Handschrift auch des Hauses Hirzbergers, dass die Weine aus dem Weingarten kommend eine ausgeprägte Textur und saftiges Mundgefühl mitbekommen. Es war so eine ganz allgemeine Frage vom Stefan. Einfluss von Klimaveränderung auf Weinbaupraktiken, Sorten, Keller etc. ist natürlich eine sehr, sehr, sehr komplexe, umfangreiche Frage. Aber grundsätzlich mal ja, die Klimaveränderung ist auch hier angekommen und wir arbeiten damit. Auf der anderen Seite, wir fürchten uns nicht. Sondern es ist ein proaktives Arbeiten damit. Die Vegetationsperioden haben sich verschoben. Die Arbeit im Weingarten hat sich verändert. Ob das jetzt Pflanzdichte ist, ob das Laubwandarbeit ist, dieses extreme Blättern fällt weg, wie es früher mal war. Mein persönliches Gefühl ist auch, aber Franz Leo, ihr könnt es auch dann ganz kurz, mein persönliches Gefühl auch, ist auch, dass der Rebstock, der Weingarten quasi eine Anpassungsfähigkeit hat. Also wir sehen nicht, dass der quasi plötzlich kippt, nur weil jetzt wärmere Jahrgänge da sind. Natürlich verändern sich die Stile und auch die Arbeit im Weingarten, aber auch der Weingarten und der gut gepflegte Rebstock geht seinen Weg quasi hier in gewisser Form mit. Leo, vielleicht kannst du. Ja, also natürlich, wenn man auf die Statistik schaut, dann wird es natürlich auch in der Wachau wärmer. Was man grundsätzlich allerdings sagen kann, dieser stärkere Anstieg der Durchschnittstemperaturen in der letzten Zeit geht eigentlich zu einem sehr großen Teil auf das Konto von deutlich wärmeren Wintern, wie das vor 15, 15 oder 20 Jahren war. In der Vegetationsperiode selber steigen jetzt die Durchschnittstemperaturen derzeit noch nicht so stark. Was man natürlich nicht wegdiskutieren kann, sind die Witterungsextreme,
die wir einfach deutlich mehr ausgesetzt sind wie früher. Es gibt Hitzeperioden mit über 30 Grad. Es gibt Niederschläge innerhalb von kurzer Zeit von 20, 30 Litern am Quadratmeter. Also das sind natürlich Sachen, die ein Fakt sind und mit denen man umgehen muss. In puncto jetzt Temperaturen muss man sagen, dass man aus diesen ersten wärmeren Jahren, wie sie im 2000 oder 2003 waren, schon sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen hat. Man kann da im Weingarten durchaus sehr viel machen, speziell mit Laubarbeit, um dagegen zu steuern, Frische zu erhalten, Säure höher zu halten. Speziell beim Veltliner ist es natürlich ein größeres Thema als beim Riesling, weil eben Veltliner einfach von Natur aus niedrigere Säurewerte hat als ein Riesling und deswegen muss man auf diese Sorte, was das betrifft, sicher mehr Augenmerk legen. Mhm. Gut. Gibt es noch irgendwo Fragen aus dem Publikum? Markus, bei dir alles klar? Veltliner? Sabine? Dann schauen wir zur letzten Serie. Leo, magst du da gleich weiter? Ja. 2017 Steinertal. Ja, kurz vielleicht zur Lage, zum Steinertal. Ist sicher für unseren Betrieb mehr oder weniger das Aushängeschild. Die Lage oder den Namen, den die Lage heute hat, hat sie auch zu einem guten Teil unserem Betrieb zu verdanken. Ist ein eher kleiner Bereich, sind 5 Hektar ungefähr, im Osten vom Löwenberg. Und auch wieder so ein bisschen ein Paradoxon. Das ist praktisch die erste Terrassenlage, die zur Wachau gehört, vom Osten gesehen. Und ist trotzdem eine verhältnismäßig kühle Lage, weil es am Ausgang eines Tales, eines Nord-Süd verlaufenden Tales liegt und damit auch starke Temperaturschwankungen Tag-Nacht mit sich bringt und auch insgesamt eine deutlich geringere Durchschnittstemperatur, wie das vielleicht verglichen mit dem Löwenberg wäre. Zusätzlich ist es auch noch, wenn man jetzt auf den Boden schaut, eine sehr karge Angelegenheit. Speziell jetzt in den höher liegenden Terrassen, dort stehen unsere Rieslinge, hat man eigentlich oft nur 30 bis 50 Zentimeter Oberboden, drunter kommt dann der blanke Felsen. In den weiter unten liegenden Terrassen, wo jetzt unter anderem, wo eben auch die Veltliner stehen, ist es etwas tiefgründiger im Oberboden, zwar, aber der Oberboden ist trotzdem reines, verwittertes Gneismaterial. Wenn man jetzt auf den Wein schaut, ist 2017 sicher einer der wärmeren Jahrgänge aus der letzten Zeit. Merkt man natürlich auch im Wein, dass es etwas cremiger ist, als es vielleicht aus einem sehr kühlen und straffen Jahrgang ist. Trotzdem finde ich, dass man halt am Gaumen trotzdem eine Ausdrucksstärke hat, eine gute Mineralität hat, die hier trotzdem es kräftiger ist vom Jahr her, eine schöne Struktur einfach drinnen machen. Mhm. Hans, du noch da, du wolltest vorher was fragen, gell? Na, vielleicht kommt er wieder. Entschuldigung, Leo. Bitte? Wolltest du noch was ergänzen? Also ich wollte noch sagen, weil ja auch in der, weil es ja immer wieder diese Alkoholthematik gibt, da wollte ich auch nochmal das unterstreichen, was du vorher gesagt hast, Roman, dass es eigentlich um physiologische Reife geht. Und der Alkohol, den man dann im Wein hat, ist, wie soll man sagen, das der Nebeneffekt, der dadurch kommt. Und ich denke nicht, dass es auf der einen Seite kann es natürlich nicht
oder ist es aus heute von keinem Betrieb mehr das Ziel, irgendwie möglichst kräftige, möglichst starke Weine zu machen? Auf der anderen Seite muss man, denke ich, auch sagen, kann auch nicht das Ziel sein, wie es in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen modern geworden ist, dass man sich an einen Wettstreit darum liefert, wer hat den leichtesten Wein. Wichtig ist, dass eine Balance da ist. Und von dem her muss man das Alkoholthema eigentlich in den Hintergrund versetzt sehen. Der Günther schreibt, würde man diese zwei Veltliner blind bekommen und gefragt, welches von Spitz und von Leuben würde ich die zwei vertauschen? Das ist auch so das, was ich vorher angemerkt habe, dass wir mit Leo Altzinger und Franz Hitzberger jetzt auch zwei durchaus sehr markante Handschriften nebeneinander sitzen haben, die für die Herkunft so per se jetzt gar nicht so quasi sofort Klarheit geben. Aber das ist durchaus ganz, ganz wichtig anzumerken, es sind ganz markante Handschriften und dazwischen gibt es ganz, 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 ganz viele Schattierungen, die in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung. Und das gibt aber die Wachau her, weil innerhalb dieses kleinen Gebietes mit einer ganz, ganz langen Geschichte, und da meine ich jetzt nicht Jahrhunderte und Kirche zurück, sondern die letzten Jahrzehnte, so von den 80er Jahren ausgehend, sich eine extrem qualitätsorientierte Kultur entwickelt hat, ein ganz, ganz starker Terroir-Gedanke, der hier getragen wird, vom kleinsten bis zum namhaftesten Betrieb. Und dass hier auch unterschiedliche Philosophien und Handschriften sich auch entwickeln konnten und die auch ihre Berechtigung haben und die Wachau aber trotzdem sehr, sehr typisch ausdrücken. Und der Günther hat sicherlich gemeint, weil er schon den nächsten Wein gekostet hat, nämlich Axpoint 2017 von Franz Hitzberger. Ja, Axpoint ist... wenn man so will, fast eine untypische Spitzlage, obwohl es im Zentrum von Spitz liegt. Was man bei uns, der Roman hat vorher gesagt, das Wichtigste, was man sich mit der Wachau merken muss, ist Gneis. Trotzdem gibt es hier und da doch durchaus Lössablagerungen, wie vorher am Steinplatz auf der Ostseite, eben auch in der Ebene von Spitz. Axpoint heißt Axpoint, weil es um die Kirche liegt. Spitz hat einmal zur Abtei Niederaltaich gehört, also zum Kloster Niederaltaich. Und die Gründe darum hat man Axpointen genannt. Und das hat sich irgendwann in Axpoint gewandelt. Ist also in der Ebene unten ein ganz tiefgründiger Lössboden, eine ganz relativ warme Lage. Und zeigt dann ein bisschen rotes Tor, haben wir von den sehr kargen Gneisverwitterungsböden und Axpoint eben aus der Ebene, ganz tiefgründiger Boden, ist immer, hat dieses Warme und vor allem in so Jahrgängen wie 17, 18, kriegt so dieses ganz leicht Karamellige, dieses wie ein Stollwerk, erinnert mich immer an die Mannerzuckerl von früher. Das ist etwas, das ich bei diesen Reifen konvertieren aus warmen Jahren immer finde. Insofern vielleicht auch gegensätzlich. Ne? Steinertal ist, glaube ich, relativ kühl, hast du gesagt. Ja. Axpoint sehr warm, gleicht sich dadurch, wenn man so will, ein bisschen aus das Ost-West-Gefälle. Genau, also Entschuldigung, es ist was ich ganz am Anfang gesagt habe, so ein bisschen Paradoxon zwischen West-Ost und zwischen Handschrift. Aber dann auch, wenn man innerhalb einer Ortschaft ist, wenn man jetzt Spitz hernimmt, ganz, ganz kühl, aber Axpoint bringt doch immer wieder mehr Saft und Kraft und Cremigkeit auch aufgrund des Bodens rüber. Entschuldigung, Leon? Ja, ich wollte nur sagen, weil da vorher zu lesen war, wenn man es blind bekommen würde, könnte man die Weine auch vertauschen von der Herkunft. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde es jetzt so, wenn ich probiere, dann würde ich den vom Geruchlichen her den Steinertal schon Richtung Osten, also ins Steinertal geben und den Axpoint noch Spitz, aber geschmacklich würde ich es auch umgekehrt sehen, jetzt in dem Fall. Da würde ich wahrscheinlich auch den Steinertal eher rauf und den Axpoint eher runtergeben. Aber das ist, finde ich, auch eine Geschichte, die es auch
die Wachauer zusätzlich eben auch interessant macht, dass eben speziell in solchen Jahren, die vielleicht jetzt klimatisch auf irgendwo Richtung eine mehr in eine Extremsituation gehen, werden auch die Unterschiede innerhalb der Wachau größer. Das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. In einem warmen Jahr würden wir uns manchmal wünschen, dass wir vielleicht ein Spitzhaus sind. Und umgekehrt in einem sehr kühlen Jahr würde sich vielleicht der Franz wünschen, dass er ein bisschen weiter im Osten zu Hause ist. Aber das macht es sehr interessant und das macht es auch spannend, dass man halt innerhalb des Gebietes so viele Unterschiede hat und das dann auch eben schön herzeigen kann. Und ja, gibt es nicht so oft auf 15 Kilometer oder auf 18 Kilometer Entfernung. Das Schöne an der Herkunft ist ja, dass sie keine Dogmen zulässt. Eine warme, südlich ausgerichtete Lage in einem kühlen Gebiet kann durchaus wärmer und gehaltvoller wirken als eine vielleicht kühlere Lage im warmen Teil. Und das macht es so spannend, denn auch Verkostungen von Wachauer Lagen, dass es dann vielleicht auch nicht immer ganz so klar ist. Und eine qualitative Herkunft, ein gutes Weinbaugebiet, hat es dann geschafft, wenn hochqualitativ auch unterschiedliche Philosophien und Handschriften zugelassen sind. Also wenn ich nicht danach schreibe, so ich brauche jetzt einen Stil, wo der sofort erkannt werden kann und wo es relativ homogen dann quasi alles am Markt vorhanden ist, sondern schon eine Klammer, die ist vorhanden, aber innerhalb dessen können sich sehr, sehr, sehr subtile, unterschiedliche Handschriften und Philosophien auch entwickeln. Ganz, ganz kurz, es gab zwei, drei Fragen zu Fakten und Zahlen. Alkohol, Lesezeitpunkt, Steinertal, Axpoint und Reinzuchthäfen, Schwefelwerte frei gesamt. Und zack. Ja, fange ich mal an. Lesezeitpunkt Steinertal 2017 wird Anfang Oktober gewesen sein. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber irgendwann in der erste, spätestens zweite Oktoberwoche, also relativ früh. Und was haben wir noch gehört? Alkohol ist in dem Fall 13,8. Franz? Axpoint war, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es die letzte Oktober, erste Novemberwoche. Da am Etikett haben wir 13,5 stehen. Es ist hier ganz knapp unter 14 ausgegangen. Müsste auch sogar 13,8, 13,9 irgendwo gelegen sein. Die Weltinnesmarkt 17 haben alle 13,5 am Etikett gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Cool. Aber es ist der Alkohol als... es ist natürlich, die Traube ist eine Frucht, die Zucker produziert. Und das ist natürlich immer ein Beiwerk. Und ich glaube, man sieht sehr gut, wenn jetzt 2003 war ein sehr heißer Jahrgang, aber auch 17 war durchaus sehr warm. Und ich glaube, man sieht sehr gut, wie wir auf der einen Seite geschafft haben, auf diese Klimaerwärmung einzugehen und auf der anderen Seite sich auch der Geschmack von uns als Weintrinkern auch geändert hat. Das hat der Roman hat das ja am Anfang gesagt, gerade Anfang der 2000er, da hat es ja nicht dicker und fetter sein können. Weil ich will mich erinnern, wie man 1998 war, der erste Jahr nicht so ganz, ganz intensiv bei mir habe, da haben wir uns gedacht, man, super, 20 Zuckergrad, 20,5, 21 Zuckergrad, da hast du am Stammtisch gar nicht gewusst, wer mehr gekriegt hat. Und wie es dann in der Flasche war mit 13,5, 14, 14,5, das haben wir alle ganz toll gefunden. Hat uns ja auch geschmeckt, also nicht nur den Winzern, auch den Konsumenten, das hat uns ja allen irgendwo geschmeckt. Der Geschmack hat sich halt jetzt auch gewandelt und so auch der Geschmack der Winzer, so auch die Weine. Und mittlerweile sind wir da in einem Bereich von um die 13,5 angekommen. Das ist ein Bereich, wo wir im Normalfall eine sehr schöne Reife zusammenkriegen, die auch gute Textur zulässt. Ganz, ganz kurz noch, dass es nicht untergeht zu Hefe und Schwefelwerte. Ein, zwei Worte. Ganz undogmatisch. Also wir verwenden durchaus Reinzuchthefe. Wir lassen die Weine normalerweise angären und verwenden aber dann doch eine kleine Dosage an Reinzuchthefe, weil wir gerade beim Grüner Veltliner und Riesling
mit restsüßen Weinen ja gar nichts anfangen können. Das ist sicher ganz anders zu sehen als in Deutschland, wo man einen gewissen Markt auch für restsüße Rieslinge hat. Herr Grüner Veltliner mit Restzucker. Es gibt viele Dinge, die die Welt braucht, Grüner Veltliner mit Restzucker glaube ich nicht. Und da muss man dann schon schauen, dass man das Ganze auch flott irgendwo in Gärung bringt oder auch dann zu Ende bringt. Gerade diese hohe Reife, die man bei der Ernte hat, bringt ja nicht nur großartige schmeckende Trauben mit sich, sondern auch immer einen gewissen Grad der Infektion. Also du hast ja, sobald es irgendwann einmal Ende Oktober, Anfang November wird, hat man ganz natürlich eine gewisse Fäulnis in den Trauben. Und das muss einfach penibelst ausgeschnitten, penibelst selektiert werden. Aber trotzdem bleibt der Rest Infektion. Und da muss man dann einfach schauen, dass das der ganze Spaß zu gern beginnt, die Gärung sauber durchgezogen wird, dass man dann auch wirklich den Lagen und den Terroir-Charakter überhaupt abbilden kann. Ich finde es immer ganz witzig, wenn man sagt, man lässt einen Most 3 Wochen auf der liegen, wie er ist, dann fangen wir nach 3 Wochen zu gären an. Da hat er mikrobiologische Sachen gemacht, die machen ganz viel Freude unter dem Mikroskop. Aber die haben oft nichts mit der Lage oder der Herkunft zu tun. Also das ist ein Thema, das ich sehr pragmatisch sehe. Macht auf der einen Seite überhaupt keinen Sinn, irgendwelche aromatischen Reinzuchthäfen da reinzuhauen und drüber zu bomben. Da kann ich im Keller aus einem Most 20 verschiedene Weine machen. Und auf der anderen Seite macht es auch keinen Sinn, die Weine, die Gärung durchdümpeln zu lassen und dann Geschmäcker zu haben, die wie gesagt mit der Herkunft eigentlich gar nichts zu tun haben. Deswegen ja. Und abfüllen tun wir normalerweise mit ca. 35, 38 Milligramm freien SO2. Wobei die erste Schwefelgabe bei uns ca. Also wenn die Weine mit der Gärung fertig sind, kühlen wir die Tanks einmal runter, lassen es voll noch liegen ein paar Tage und dann folgt das erste Umziehen und Abschwefeln. Also wichtig ist ein sehr, sehr pragmatischer Zugang. Das, was die Wachau kann, das hat die oberste Prämisse im Weingarten. Das hat mit viel, viel Emotionalität zur Arbeit im Weingarten zu tun. Ein sehr, sehr idealistischer Zugang auch, denn sich das leisten zu können, das braucht schon Generationen an Vorlaufzeit, hier auf den Terrassen auch zu arbeiten. Also die Preise, die heute verlangt werden, sind ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das ist über Jahrzehnte ja entwickelt worden und musste sich auch am Markt beweisen. Und erst so ist es leistbar, dass das dann auch entsprechend weiter sich die Qualitätsspirale auch drehen kann und dass man hier auch ganz oben ansetzen kann und dass auch andere Weingüter folgen können. Letzten Wein haben wir noch, 2001 Riesling Smaragd Achleiten. Quasi so als Abschluss ein bisschen reifer. 2001 ein Jahrgang, habe ich es eh vorher angesprochen, also ich bin jetzt da knapp 17 Jahre, 2004 bin ich gekommen, also 2005 war unser erster Jahrgang, Heinz Frischengrub als Kellermeister. Und da haben wir dann langsam begonnen, also damals 2005, 2006 war das durchaus ein bisschen naiv, hier bei so einem großen Betrieb als Geschäftsführer zu beginnen. Aber Gott sei Dank wusste ich nicht, was da auf einen zukommt. Und so ist man einfach mit viel Tatkraft an die Sache herangegangen und hat so quasi die ersten Jahre überstanden. Und dann hat sich das Rad auch zu drehen begonnen. Ist durchaus ein größeres Schiff. Aber wenn das mal Fahrt aufgenommen hat, dann ist da schon sehr, sehr, sehr viel zu bewegen. Das ist ein Jahrgang vor unserer Zeit, 2001. Glaube ich, ein ganz, ganz toller Jahrgang. Ich habe damals begonnen, im Weinhandel zu arbeiten, so Ende 90er Jahre. Ist 2001 vielleicht sogar ein bisschen untergegangen, weil 2000 so quasi der sehr, sehr robuste und kräftige Jahrgang war und hoch geschätzt wurde. Und dann kam ein bisschen ein filigranerer, sehr, sehr eleganter Jahrgang 2001, aber der sich ganz, ganz super entwickelt hat. Achleiten hatten wir heute schon mal im Glas. Die Frage ist auch hier gleich gekommen, ob 2001 mit Botrytis gearbeitet wurde. 2001 wird jetzt nicht als wirklicher Botrytis-Jahrgang gesehen.
Aber mag schon sein, dass im kleinsten Bereich ein bisschen was dabei ist, aber sicherlich nicht vordergründig. Also was ich hier jetzt an Frucht, an Tiefe habe, ist einfach die typische Wachauer Rieslingfrucht. Also wir haben auch in der Jugend quasi nicht dieses ganz enge, strenge Aromabild. Wachauer Rieslinge entwickeln sich üblicherweise auch nicht in die Petroligkeit hinein, also Petrolaromen hinein. Ist er nicht wirklich, glaube ich, gesucht und gewünscht hier in der Wachau. Das macht die Struktur des Weines, das macht die späte Lese des Weines, dass die je nach Lesezeitpunkt oder Reifezeitpunkt dann durchaus ein bisschen in die Exotik, in die Trockenfruchtaromen hineingehen. Aber immer, ich glaube, das merkt man auch bei diesem 2001er mit einer sehr, sehr straffen, kühlen, rassigen Säure quasi den Wein ausbalancieren, unabhängig, welche Rebsorte das jetzt ist. Frage war noch von Skiasli 2 an alle. Seid ihr IP, Bio oder biodynamisch? Biodynamiker, glaube ich, gibt es relativ wenig. Bio schon ein bisschen mehr. Also wir haben bei der Domäne Wachau sind wir gerade relativ dynamisch, nicht im biodynamischen, aber im Biobereich und haben jetzt circa 80 bis 100 Hektar in Bio bzw. Umstellung. Ein Prozess hier in der Wachau, der aufgrund des extremen Arbeitsaufwandes sicherlich ein bisschen differenzierter zu sehen ist. Es letztens mit einem Top-Winzer vom Wahrgang gesprochen. Bio muss man sich auch mit maschineller Kraft leisten können. Das hat hier eine andere handwerkliche Grundbedingung, aber auch hier sind die Entwicklungen abzusehen. Leo, ein Abschlusswort? Abschlusswort? Abschlusswort. Ich denke, dass man durch die neuen Weine da jetzt sehr schön zeigen konnte, was die Wachau alles hergeben kann, wie vielfältig die Weine sein können. Und in dem Sinne war es toll, dass so viele Leute dabei waren. Und falls noch Fragen sind, sind wir natürlich gerne noch bereit, alles zu beantworten. Aber vielen, vielen Dank für das große Interesse. Hans, noch eine Bemerkung? Ja, ich kann es nur vervollständigen durch Gratulation zu dem 2001er Rieslingsmarkt. Das ist der Hammer. Das hätte ich auch gerne im Keller. War wirklich eine ganz schöne Bandbreite an Weinen, die wir da, glaube ich, verkostet haben. Bin auch grundsätzlich von dem Format beeindruckt, was die kleine Garagenfirma Blind Tester mit dem Umfüllen zustande bringt, dass die Weine auch tatsächlich so zu kosten sind, wie man sie beim Frischaufmachen der großen Flasche kosten würde, ist echt auch eine gute Leistung. Und das ist ja nicht mit einfach Umschütten der Flasche getan, sondern muss man schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hineinlegen. Auch danke dir, Roman, für die großartige Führung. Caro, wolltest du was? Hast du Hand gehoben? Okay. Ja. Christina, vielen, vielen Dank für die Initiative und dass wir das durchführen konnten. Freue mich, wenn es gefallen hat. Was wichtig ist, um so quasi mitzunehmen, ist ein ganz, ganz, ganz ehrliches, sehr, sehr handwerkliches, bodenständiges Gebiet. Mag man als Außenstehender oft gar nicht so abgespeichert haben, weil so Elite-Winzer, Kult-Winzer schwer zugänglich. So ist es nicht, wenn man sich hier in der Region auffindet und wenn man sich die Zeit nimmt, hier in der Region auch zu sein. Alles sehr, sehr bodenständig. Mit viel, viel, viel Hingabe dem Weingarten gegenüber, das über Generationen hinweg übergeben wurde. Und eben ein kleines Gebiet lässt auch super, super spannende Vielfalt zu. Ich glaube, das hat die Verkostung gezeigt. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat doch etwas länger gedauert. Danke für die Geduld. Danke für die Geduld auch bei der anfänglichen, etwas überzogenen Einführung. Nächstes Mal wird es kürzer. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Servus, ciao. Ja.
So, das war's schon wieder in Anführungszeichen mit dem ausführlichen Expertengremium aus der Wachau. Ich denke mal, es war viel Neues dabei für euch. Ich war total fasziniert von den Weinen. Der Weißburgunder ist für mich einfach der Überraschungskandidat dieses Flights gewesen, der mich absolut fasziniert und überzeugt hat. Und mich würde natürlich wie immer interessieren, wie euch die Weine vorkamen, ob ihr den einen oder anderen Winzer kennt, ob ihr Wachau-Liebhaber seid. Lasst mich einfach und die anderen Mithörer wissen, wie eure Meinung, Einstellung, Vorliebe in Bezug auf die Wachau ist. Die nächste Folge erscheint ja im August. Da befinden wir uns schon am 21. August. Dort gibt es vielleicht noch mal ein Interview. Ich habe noch zwei Interviews in Bezug auf Österreich in der Pipeline. Ob das jetzt terminlich klappt, weiß ich noch nicht. Mal gucken, lasst euch einfach überraschen, was am 21. August in WVLG 47 dann das Thema sein wird. Langsam aber sicher wenden wir Österreich dann den Rücken zu und machen uns auf in das nächste deutschsprachige Weinanbaugebiet. Da möchte ich euch aber ein bisschen überraschen und noch nicht zu viel verraten. Aber wie gesagt, entweder gibt es nochmal zwei Interviews zu Österreichs oder auch keines. Ich lasse mich da jetzt selber ein bisschen überraschen. Und dann schließen wir den großen Themenblock Österreich ab. Zum Schluss nochmal der Aufruf für die Unterstützung des Ahrtals. Nutzt die IBAN-Verbindung für das Hilfsprojekt vom VDP. Die Details findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage. Und wie gesagt, gerne auch hier nochmal das Angebot ausgesprochen für alle Betroffenen oder Organisatoren von Hilfsorganisationen oder Hilfsprojekten. Schreibt mich an, postet auf der Facebook-Gruppe euer Projekt, wo ihr Hilfe benötigt, egal in welcher Form. Ich bin auch gerne bereit, meine Plattform in Form einer Sondersendung zur Verfügung zu stellen, um weiter die Unterstützung am Leben zu halten für im Ahrtal. Meine kleine Befürchtung ist, wenn die mediale Aufmerksamkeit nachlässt, dass auch die Tragödie dort ein bisschen in Vergessenheit gerät. Dazu wollen wir aber als Weinliebhaber ein bisschen Prävention schaffen und weiter ans Ahrtal denken, die Produkte zu kaufen und vielleicht auch in den nächsten Wochen, wenn es Richtung Ernte geht, die ein oder andere helfende Hand zur Verfügung zu stellen. Ich bedanke mich zum Schluss wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, ihr hattet Gefallen bei diesem Mitschnitt dieser Expertenveranstaltung. Dann hören wir uns wieder in 3 Wochen am 21. August mit WVLG 47. Bis dahin, kommt gut durch die Sommerferien, habt leckeren Wein in eurem Glas und ich verbleibe wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Flo.